aber glaub mir eines Tages, schaff ich es dir wirklich raus. Jetzt bring ich Glück nach Hause, es wird Zeit, ich leb jetzt meinen Traum, ich geb nicht auf. Ich tu alles für euch bis zum Tod, denn ich hab es versprochen. Und dann hat er den angeschrien und hat den dann weggeschubst. Und Skandal wollte den dann schlagen. Ich guck, der gibt mir eine Kopfnuss, ne? Skandal steht auf, er ist ausgerastet. Barré, Bayo, alle sind auf den gerannt, ne? Mir aber voll geil, Alter, dass wir heute hier sein können. Können oder jederzeit. Und seid ihr eigentlich gut ins Neue reingekommen, ihr beide? Ja. Ja, safe. Ey, habt ihr beim Stream schon gesagt, so Vorsätze neues Jahr? Ja, was heißt Vorsätze? Also noch nicht so konkrete Ziele festgelegt. Alter, das ist eine gute Idee. Ich schwöre, voll geil. Stell mal vor, wir machen jetzt Vorsätze und sagen genau das, was dieses Jahr passiert. Und dann, Leute sollen es klippen. Und dann am Ende des Jahres können wir uns ein bisschen verantwortlich dafür halten, weil wir es jetzt einfach live hier gesagt haben. Und das Ding ist, du bist eh ein Fan davon, immer Ziele zu erreichen und zu setzen. Schwöre. Ey, der Colin ist so schlimm, Freunde. Ja. Der hat einfach irgendeine Google Docs Dokument in die Gruppe geschickt, anstatt dass ich dem einfach mit dem telefoniere oder dem sage, ey Bro, das muss bei Icon 6 besser gemacht werden, das. Nein, ich muss ein Dokument ausfüllen mit Name, Datum und ihn dann zurückschicken. Warte, Bruder. Haben die Jungs das gemacht? Beatet hat gemacht. Ich hab's gemacht, ja. Hast du meins gesehen? Emu hat's immer noch nicht ausgeguckt. Ich hab's schon angeguckt, ja. Hast du meins geguckt? Aber ich glaube, ich habe am meisten von allen geschrieben. Kann das sein? Ich hab sehr viel geschrieben. Ja, Xandro war der Beste. Oder ich bin nicht der Typ, war ich der Beste? Rede gerne. Ich war der Beste. Das ist die beste Antworten und so. Also richtig gut. Aber der Grund, warum ich... Weil ich will halt nichts vergessen. Ja, ist bei Alkon, ihr müsst euch vorstellen, es passiert so viel über das ganze Jahr über. Und ihr kommt mit Ideen, Xandro kommt mit Ideen, alle vom Crew, Kameraleute, die kommen alle mit Ideen. Und ich kann es mir alle nicht merken, Bruder. Ja, ich weiß. Und deswegen, das ist noch nicht die Jungs. Deswegen hatte ich diese Umfrage gemacht. Weißt du, was ich meine? Aber für die Leute da draußen, die gerade zuschauen... Was denkt ihr, was wäre ein geiles Ding, wenn Icon das dieses Jahr machen würde? Was würdet ihr euch richtig wünschen, dass wenn das dieses Jahr passiert, dann war es für euch das beste Jahr mit Icon zusammen? Was wünscht ihr euch für Icon? Was wünscht ihr euch in Icon? Wollt ihr Bobby Van Damme sehen? Fantreffen. Kreuzfahrt. Wäre auch geil. Jury plus Colin Cypher. Jury. Oh, das wäre auch krass. Das wäre auch geil, ne? Ja. Fantreffen. Colin in Jury. Das Colin Jolin soll in Jury sitzen. Fantreffen können wir übrigens auch mal machen. Fantreffen, ne? Ist einfach, ja. Jurybuch. Ich glaube, das ist ein cooles. Sag mir nicht, ihr habt mein Buch irgendwo, safe. Alter. Ich hab, du hast mein Buch? Hast das hier? Nein, Bruder, nein. Das kannst du nicht machen. Hast du das hier? Hier im Raum? Das kannst du gar nicht lesen. Hallo, warte kurz. Ich hab mal voll die hässliche Schrift. Was willst du daraus lesen? Das wird verkauft. Wieso hat er mein Heft? Ey, Leute, ich hab hier gerade die Juryhefte. Das hier, diese Dinger sind auf jeden Fall Gold. Und Leute, wisst ihr, ich weiß selber nicht, was hier drin steht. Das heißt, Bruder, ich weiß das auch nicht. Ihr seid die Einzigen, die wissen, was hier drin steht. Wow. Intellektuell. Oh Mann, Alter, das hier bringt direkt voll die Erinnerungen hoch. So, nur dieser Satz. Lest mal bitte diesen Satz. Ja, ja. Boah. Wie wir da am Struggeln waren. Also, ja. Yo! Ja. Als wir da standen, ne? Ja. Das stimmt. Dieser eine Satz, ne? Ja. Ich finde, dieser eine Satz, Alter, beschreibt Icon komplett Icon 5. Ja. Komplett, Bruder. Boah, eigentlich, wer den bekommt, Gänsehaut, der hat eigentlich, Alter. Der hat eigentlich den Jackpot. Das ist das teuerste. Das wir machen eine Versteigerung auf eBay für 3-4 Wochen. Ja. Wir gucken. Interessant, so. Also ist auf jeden Fall viel. Also, das ist, ich finde es cool. So. Ja. Das ist so eine Beispielseite von mir. Guck mal, wie ordentlich auf meine Schrift, sehr ehrlich. Ja, Bruder, das ist, hast du niemals selber geschrieben. Natürlich habe ich das geschrieben. Wer soll das schreiben? Emre. Guck mal, wie ordentlich das ist, Alter. Okay, wir fangen jetzt an mit Jahresvorsätze. Sollen wir bei Colin anfangen? Ja, oder? Ja, wir fangen an bei dir. Der kann sowas immer sehr gut. Du fängst an, weil du leitest das immer perfekt ein. Ich sag euch so, wie es ist. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil ich habe behinderte Ideen für dieses Jahr. Ich habe für Icon 6 Todessachen geplant, die ich machen möchte. Oh mein Gott, der hat mir so viel erzählt. Aber die Sache ist, wenn ich das jetzt sage, du weißt, wie schnell so ist es so. Ich sag irgendwas und dann plötzlich wie Haie so. Ja, Leute, ja, die Idee ist schon weg. So. Ja. Und deswegen, ich will nicht zu viel leaken, aber pass auf, ein ganz großer Vorsatz, und das könnt ihr euch aufschreiben im Chat. Ich werde dieses Jahr, beziehungsweise wir alle zusammen, werden dieses Jahr eine Sache machen, die uns richtig
fucking Angst macht. Wo wir selber sagen so, ich muss mich überwinden und ich hab Schiss, Bruder. Ich hab Panik davor, diese Sache zu machen. Weil alleine habt ihr jetzt schon gesehen, was dieses Jahr passiert ist mit 40 Künstlern im Knast, mit 17 Künstlern und 40 Crewmitgliedern in Spanien, Bruder. Yeah. Und das ist nichts im Vergleich zu dieser Sache, die wir dieses Jahr... Und da ist, ich wünschte, klippt das einfach. Und wenn das Jahr vorbei ist, ihr werdet sehen, genau wovon ich geredet habe. Und ihr werdet denken, als ob der das so durchgezogen hat dieses Jahr. Und das ist mein größter Wunsch und Vorsatz für dieses Jahr. Und ich glaube, abgesehen von diesen ganzen Icon-Sachen, dieses Jahr ist mir sehr, 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 sehr wichtig, mehr Zeit mit Familie zu verbringen. Wow. Das ist die Nummer eins. Das ist, boah, ich habe letztes Jahr... Walla, ich das hab letztes war Jahr ein schöner Call, Bruder. Ja, ja, ich habe letztes Jahr reingeschissen. Danke dir auch nochmal, ich schwöre, ich küsse dein Herz für dieses Dings, Bruder. Weißt du, Livestream... Bruder, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich stehe immer hinter dir, Bruder. Für die Leute, die das nicht mitgekriegt haben, so, also Weihnachten, Bruder, war für mich echt dieses Jahr... Dieses Jahr war sehr hart. Also es war wirklich für mich... Ein unglaublich krasses Jahr. Es waren so viele Höhen und so viele tiefen Punkte. Ich hatte safe eins der tiefsten Punkte so im ganzen Jahr, Alter. Dieses Jahr, Ende des Jahres. Und alle haben es mitgekriegt, Alter. Voll peinlich irgendwie so. Aber war schwer. Und das kam einfach von dem Fakt, dass ich einfach nicht genug Zeit mit der Familie verbracht habe. Und deswegen dieses Jahr, wow. So, das ist ganz, ganz wichtig. Und auch für euch. Ich hab's auch, wir haben ja auch drüber gesprochen. Scheiß auf alles andere, Alter, wenn ihr ein bisschen Zeit mit eurer Familie verbringen könnt. Ich glaube, das wird sehr, sehr viel wert sein Ende dieses Jahres. Ja, Bruder, das sind sehr schöne Worte, Bruder. Also ja. Das, ich sehe das genauso. Ich will mir das auch auf jeden Fall vornehmen, weil, Bro, wir reden von demselben so. Ja. Durch den ganzen Hustle vergessen wir unsere Familien, Freunde, Ängsten und so. So, da reden wir alle aus derselben Sicht. Ja, und am Ende des Tages so, ich meine, ich liebe unsere Fans, unsere Zuschauer, die Leute, die uns supporten, die jeden Tag da sind. Aber am Ende des Tages, ne, scheißegal, was kommt, Bruder, du kannst machen, was du willst, du kannst jemanden umbringen. So, wer wird dich besuchen kommen im Knast? So, wer wird immer deinen Rücken haben? Wer ist immer für dich da, egal was du machst? Und du wirst nämlich immer der Sohn sein, so von diese ist halt deine Mutter, dein Vater, deine Familie. So, ja. Und das ist, weißt du, wir behandeln teilweise unsere Familienmitglieder so, als wären die Luft, so, weißt du, aber die Leute, die wir nicht wirklich kennen, oder was weiß ich, da verbringen wir halt viel, viel Zeit mit, so, weißt du. Ja, das stimmt, hast du schön gesagt, Bruder. Deswegen, das sind meine Vorsätze dieses Jahr. Und was ist, wenn wir so, also abgesehen davon, stimmen dir vollkommen zu, ich sehe das genauso und ich denke, du hast auch vielen die Augen geöffnet, weil ich denke, viele unterschätzen das Thema wirklich, weil die Zeit vergeht rasant schnell. So. Mhm. So. Was würdest du denn sagen, so zahlentechnisch? So, du hast, dein Ziel war 1 Million Episode, dein Ziel war 300.000. Wie sieht's mit einem Song aus? Wie sieht's mit Abonnenten aus nächstes Jahr? Und wie sieht's aus mit einer Episode? Okay. Bis Ende des Jahres, weil du weißt, was wir vorhaben, Bruder. Und das ist Champions League. Okay, pass auf. Ich sag euch jetzt so. Also das sind so das, was ich erwarte von nächstem Jahr. Und ich kann mir das noch nicht mal als Ziel setzen, weil ich kann mir als Ziel setzen, ich mache die beste Icon-Episode, die wir je gemacht haben. Genau, ja. Ich mache das. Ich gehe dahin. Ich benutze diese Sachen oder ich kümmere mich um das. Aber ich kann nicht beeinflussen, wie das ankommt. Kannst du hast du recht. Ja. So, aber es ist ja nur ein Wunsch, ein Ziel. Aber ich kann schätzen ein bisschen. Ja, normal, klar. Wenn du dich verschätzt, ist ja nicht schlimm. Jungs, ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, so, ich bin verrückt. Ihr werdet sagen, ich bin crazy. Warte, bevor du es sagst, das haben wir bei der 1 Million Episode auch gesagt. Ja. Und 300.000. Ja. Und du hast recht. Also pass auf, klipp das. Wenn das dieses Jahr nicht passiert, dann höre ich auf mit Musik. Dann höre ich auf mit Icon. Klipp das. Was? Klipp das. Was? Ich höre, wenn das dieses Jahr nicht passiert. Nein, ich gebe keine Hand. Darauf gibt's keine Hand. Ich habe Hand gegeben. Nein, Junge, wie schnell, Junge! Was bist du für ein Verräter, Junge? Guck mal, wenn das, Jungs, ihr könnt, ich weiß, ist mir scheißegal, wenn dieses folgende Ding nächstes Jahr nicht kommt und nicht klappt, Alter, ich schwöre, ich höre auf. So, ich bin raus, Icon, ich bin raus. Ich weiß, dass es klappt. Ja, ich schwöre, ich bin raus. Weil das hat dieses Jahr nicht geklappt und das habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen. Okay, aber du weißt, wenn der mit seiner Idee, mit unserer Power, mit unserer Umsetzung, das, wir schaffen das. Alles, was er sagt, schaffen wir. Ich glaube aber, ich und mit diesen Fans, mit diesem Rücken sowieso. Letztes Jahr hatten wir Bobby van Damme Mulaga, ist jetzt mittlerweile... kurz vor Gold. Mhm. Und das ist das neue Gold. Das alte Gold, 40 endlich Millionen mal Streams. Patte. Goldproduzent. Ich schwöre. Ja. Geil, wir, bei uns Dankeschön. Ich schwöre, krank. Vorletztes Jahr war Gold
40 Millionen Streams. Mhm. Und dann kurz bevor Müller gar 40 gehittet hat, bei so 38 Millionen, wurde das geändert auf 80 Millionen. Also, ob sie es extra gemacht haben. Hat ja letztes Mal erwähnt. Genau kurz davor. Clip das. Wir werden nächstes Jahr einen Song haben mit 100 Millionen Streams. Ich bin 100%ig sicher. Ich bin fast 1 Million% sicher. Und wenn das nicht klappt, willst du aufhören mit Eike? Ich schwöre, wenn das aufhört, ich bin weg. Ich schwöre, ich kaufe die Streams. Maler, ich muss auch Klicks kaufen. Ist mir scheißegal, wenn das nicht 100 Millionen, ich kaufe diese 100 wenn Millionen Streams. Wenn wir kein Dings kriegen, ich habe mit 100 Millionen, ich schwöre, ich höre auf mit Eike. Ihr habt's gehört. Was? Könnt ihr mir sagen, ist mir egal, scheiß drauf. 100 Millionen Streams. Egal, ich mach weiter mit Eike. Ein Song, es wird nächstes Jahr ein Song kommen, der wird so krankhaft explodieren. Der wird überall viral gehen und legit international gehen. Es wird ein Song kommen und der wird 100 Millionen Streams knacken und das wird unser nächstes Jahr. Weißt du, was man nicht vergessen darf? Wen holt der denn, Alter? Drake? Eminem oder so? Das Ding ist, wir wissen ja schon ein paar Künstler, die kommen. Und die Künstler, die sich jetzt schon beworben haben oder uns geschrieben haben, Bro, die sind wow. Viele werden sich freuen. Und viele sind auch Champions. Und viele Gesichter kennt man schon aus der Szene. Und das Krasse ist, wenn du mal vergleichst, die Künstler, die kommen werden für Icon 6, und das ist ja nicht nur ein Künstler, du hast den von dem Kaliber, den von dem Kaliber, den von dem Kaliber, kombinier das mal, mach da eine Show draus, bau da ein bisschen Drama drum, Alter. Ist, weißt du? 100 Millionen immer noch Gold? Ja, ne? Und ist Gold, aber ist gut Gold. Ist es ist schon Goldplatte. Ich bin Platin, Bruder, was musst du für Platin? Gute Gold. Ich fühle das voll, das wird dieses Jahr auf uns zukommen. Okay, das ist das erste, 100 Millionen, ne? Das zweite Ziel, Abonnenten. Ich sag dir so, ich glaube auch mit den Plänen, die wir haben, ich glaube 1 Million ist realistisch. Eine kurze Frage, Icon 5 hat mir wie viele Abonnenten gestartet? 100.000. Man hat 200.000 bei Icon 5 gemacht. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, guck mal, wir haben 100.000 und jetzt überlegt mal, wir haben 100.000 Abonnenten und haben 250.000 Abonnenten dazu bekommen, also ein Wachstum von 250%. Wir haben jetzt genau 350.000 Abonnenten. Wenn wir dieselben Zahlen machen und dasselbe durchziehen, wie wir jetzt gemacht haben, dann sind wir bei 1 Million Ende des Jahres. Boah, hoffentlich, Alter, das ist zu krass. Ja. Das ist zu krass. Ja. Das wird jetzt ganz, ganz schnell gehen, Jungs. Also, warte. Colin hat große Pläne, Leute. Ist 1 Million Icon? Ja, safe. Ich sagte, das ist nicht unrealistisch. Ist nicht unrealistisch, ist machbar. Ja. Ist machbar, ja. Okay, und Episode mit Aufrufe? Keine Ahnung. Ich glaube, 1 Million ist erreicht. Ich glaube, es wird einfach so ein Ding, so, dass diese 1 Million Episoden halt öfter passieren werden. Mhm. Das haben wir auch von Icon 4 zu Icon 5 gesehen. Also guck mal, Icon 3, wir hatten einen Song mit 1 Million. Icon 2 war der erste Song, da reden wir auch gleich noch drüber. Mhm. Icon 2 war der erste Song, den wir gemacht haben mit 1 Million. Ja. Icon 3 hatten wir wieder einen Song mit 1 Million. Wir haben uns voll gefreut. Ich glaube, Shank on Me ist damals komplett viral gegangen. 10 Millionen, irgendwie sowas. Ja, genau. So, und dann Icon 4, wir hatten mehrere Songs. Wir hatten Bobby, wir hatten Krankenwagen, wir hatten Spannung. Diese ganzen Songs, alle 1 Million gegangen. Und dieses Jahr, wir haben... Wie viele Songs über 1 Million? Yeah. Ich kann schon nicht mehr zählen. Fast jeder Song ist auf 1 Million. Ja. Fast jeder Song. Wir haben über, wie viele haben wir in der Mitte gemacht? 50? Und ich glaube, was wir nächstes Jahr erwarten werden oder sehen werden, ist, dass die Episoden durchgehend über 1 Million kommen. Mhm. So. Und ich glaube, das wird sich erstmal so halten. Ich weiß jetzt nicht, ob man... Ich glaube eher, dass die Highlights, dass da ein paar Highlights so bei werden sein, die 10 Millionen, 20 Millionen, irgendwie sowas machen werden im nächsten Jahr. Ja. Ja, aber das sind, ich schwöre, Das ist zu krass. Bruder, wir sind ready, Bruder. Und das Geilste ist, ich freue mich einfach, das mit euch teilen zu können. Und ihr seid die Day Ones, ihr seid mit dabei jetzt gerade und ihr dürft mit uns wachsen und ich liebe das, Bruder, das ist das Geile. Weil wir sind nicht einfach irgendwelche großen Künstler oder Leute, die schon einen Riesennamen haben und die kommen und die machen was. Wir sind normale Leute, wir haben denselben Traum wie viele Leute da draußen und Bruder, ich liebe das, Alter. Ich freue mich, mit euch das teilen zu können. Ich habe so Bock darauf, ne? Ja, du hast ein wichtiges Thema aufgegriffen. Ja. Wir haben als No-Names alle gestartet. Als No-Names, und haben uns an unsere Ziele geglaubt und uns was aufgebaut. Ja. Auch wenn ich überlege, wie wir angefangen haben, wie wir gleich dazu kommen. Ja, ich schwöre, wir werden gleich noch darüber sprechen. Boah. Übrigens, Leute, ihr dürft nicht vergessen, wir haben Easter Eggs versteckt in den Icon 5 Folgen für Icon 6, ne? Sucht die Easter Eggs. Bisher, man muss sagen, hat nur eine Person was gefunden. Echt? So, ja. Eine Person nur bisher. Krass. Was wurde denn gefunden? Krass.
Sag ich dir gleich, sonst. Ja, sonst genauer. Wissen ja. Sonst wissen ja. Ich hab's versucht, Chat. 2 Millionen übrigens Zuhörer auf Spotify geschafft. Oder? 2 Millionen Geist. Zuhörer. Oh. Ey. Ach, ey. Geisteskrank, Bruder. Erstmal einen Applaus für alles, was wir diesmal erreicht haben, Bruder. Ja. Geht an euch. Alles. Bruder, und heute auch erfahren, Nummer 1 in den ganzen deutschen Charts für eine Woche. Made ganz oben über Luciano, über Rafa. Made ganz oben, Bruder. Was ist das, Bruder? Ja, was geht ab? Bruder, ohne eine Playlist. Ohne geht Kokaschem gerade auf Richtung 10 Mio, ne? Ohne Playlist, ohne Push. Ohne Modus mir, ohne nichts. Jungs, eine Sache. Okay, pass auf. Als wir angefangen haben, wir haben versucht, mit größeren Künstlern zu kollaborieren. Ne? Mhm. Wir haben gesagt, hey, Leute, kommt rein. Wir wollen euch in der Jury haben. Wir wollen mit euch arbeiten. Halt. Und wir haben so viele Leute angefragt. Und alle haben gesagt, nein, scheiß drauf. Wir wollen nichts mit diesem Projekt zu tun haben. So, weil das doch klein war. So, ja. Oder? Und jetzt, wir sind einfach über diesen ganzen Leuten drüber. Wir sind über diesen Leuten drüber. Und die sitzen legit gerade in Meetings und reißen sich die Haare raus und reden darüber. Was ist das für ein Plepp, Bruder, dass der einfach über uns auf 1 ist, Bruder. Die sind sauer. Ja. Die sind sauer, Bruder. Sind echt sauer, ja. Und ich liebe es. Ich bekomme teilweise Anrufe anonym nachts, Alter. Ja, aber du hast recht, Bruder. Wie viele zerreißen sich jetzt den Kopf? Viele Künstler haben das Format am Anfang so verabscheut oder drüber gelacht. Oder viele mussten sich schämen, bei Icon anzunehmen. Bro, jetzt, Bruder. Ja. Icon ist, du sagst es, auf Platz 1 von Bruder. Ganz Deutschland. Ganz Deutschland in den Charts. Und ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber wir haben mit sehr großen Leuten, die sich sehr gut in der Industrie auskennen, ne, letztes Jahr gesprochen. Und wir haben gesagt, ja, wir machen, keine Ahnung, 2 Millionen monatliche Hörer so auf Spotify. Die so, nein, sowas schafft ihr nicht, das geht nicht, vor allem nicht als Newcomer. So, Walla, weißt du, was ich aber gemerkt habe? Diese ganzen großen Leute, wenn du da hinkommst und du hast eine Vision und die, selbst wenn die das Potenzial sehen und sich denken, der wird das schaffen, die reden dich trotzdem klein. Ja. Die sagen trotzdem, du wirst das nicht schaffen. Ja. Einfach nur, um dir ein niedrigeres Angebot, beziehungsweise damit die nicht klein das halten. Und Leute, ist so. Auch vielleicht gegebenenfalls selber zu machen oder die Ideen zu übernehmen. Ja. Weißt du? Ich aber man muss auch dazu zu erwähnen, man muss auch sagen, das, was wir alles hier machen, ein Kopf fehlt noch hier neben uns, ne? Das stimmt. Aber wir legen uns alleine gegen die ganze Szene an, ne? Ja. Ohne einen Push, ohne links, ohne rechts. Wir ganz alleine mit den Künstlern, die wir jedes Jahr fördern, gegen alle. Ja. Gegen alles und jeden. Ja. Und nochmal, gerade wo du es erwähnst, Peter, ihr seht ihn die ganze Zeit nicht, aber das ist ein Mann, der arbeitet die ganze Zeit hintergrund so. Also der hat und sehr viel von diesen ganzen Kopfschmerzen, so wenn die Manager anrufen und wenn diese ganzen Kopfschmerzen von Seiten kommen, ist Peter einer, der fängt das alles ab. Ja, unser Käfig kämpft. Diese Freiheit, das ist echt schön. Wichtiger, wichtiger Mann, Bruder, du sagst das. Und eine Sache ganz kurz, ne, wenn ich euch, ich kann das jetzt nicht im Stream sagen, weil wenn ich es jetzt im Stream sage, dann passiert es irgendwo anders in 2 Wochen. So. Aber wenn ich euch das gleich außerhalb vom Stream sage, ich habe eine unglaublich kranke Idee, Jungs. Ich habe eine Behindertenkrankheit, die uns zum nächsten Level bringt. Das ist ein Cheatcode, Alter, für die Musik in das Spiel. Ich schwöre, ich das ist mir irgendwie in einem Traum gekommen und ich so, warum hat das noch keiner gemacht? Oder Gott wollte so. Bro, Bruder. Ich freue mich. Gott wollte so. Oh, ja, und ihr werdet gleich, wenn weißt du, was das Schöne an dir ist, Bruder? So. Weißt du, warum du so kriegst? Ja. Weil du auch gibst. Weil du ein schöner Mensch bist. Weil du ein toller und ehrlicher Mensch bist. Du förderst so viele Menschen aus von der Straße, öffnest den Türen, die am Ende auch undankbar gegen dir oder uns gegenüber undankbar werden, ne, uns auch nicht mehr kennen. Aber so, egal wie man dir ans Bein gepisst hat oder auch pisst, du bist der Typ, der auch immer am Ende des Tages auch uns davor schützen muss, dass wir auf die Person im Internet oder sonst was losgehen. Du sagst immer, ey, wer bin ich? Am Ende des Tages trage ich nicht das Geld oder mein Fame, sondern nur meine Taten mit ins Grab. Und Bruder, du, deswegen kriegst du auch immer. Ja, deswegen kriegst du auch immer. Man darf sich auch nicht so von seinem Weg abbringen lassen. Ja, safe. Es gibt so viele Leute, die versucht haben, so die ganze Zeit, Bruder, du siehst es ja, egal, wenn ihr sagt, ja, ich will Streamer werden, ich will YouTuber werden, ich will TikToker werden oder was auch immer, wie Leute von Seite kommen und sagen, es ist unrealistisch, das ist Bullshit, das ist whatever so. Weißt du, aber man darf sich halt nicht abbringen lassen von diesem Weg. Und das ist so. Das ist so diese Philosophie und ich glaube, sehr viele Leute einfach von der Seite, links, rechts, auch Leute, wo die meinen, ja, ich bin größer als du, ich bin besser als du, ich weiß mehr als du, so, lass dich halt von niemandem was sagen, so.
Und viele, viele da draußen unterschätzen auch, glaube ich, das Business wirklich intern. Ja. Die sehen immer nur nach außen, boah, wow, so ein großer Rapper ist meistens gar nicht so groß, wie es aussieht, weißt du? Und dann, wenn wir das alles so mitbekommen, weißt du, und wenn man das ganz fördert und dann, wie auch, wie eklig die Schattenseiten sind oder wie undankbar auch die Künstler sind, vor und nach dem Hype, so, dann würden viele auch sagen, wow, ich schätze das wirklich, was ihr macht, weil das, was ihr macht, ist wirklich krass, weißt du? So. Und viele Rapper, wenn die, wenn die Fans wirklich wüssten, wie viele Rapper drauf sind oder auch Newcomer, ich schwör's dir, die würden die nicht mehr feiern. Die würden sagen, so einen Ekelhaften will ich nicht unterstützen. Ja, ja, ja. 100%. Ja, da ist auch echt viel auch dieses Jahr passiert, so hinter den Kulissen, boah, Alter, echt anstrengend so. Also wirklich, wirklich sehr viele schwere Momente, Alter, dieses Jahr. Aber was ich schön finde, dieses Jahr, ist, dass wir das zum ersten Mal, Alter, und das einfach nochmal öffentlich im Stream zu sagen, wir hatten zum ersten Mal BZ und Emre von Anfang an mit dabei und wir haben sehr, sehr viele Sachen dadurch richtig geil gemacht, Alter. Ihr habt auch diese Show so viel beigetragen dieses Jahr und Leute unterschätzen das. Die denken nur, ihr seid in der Jury, aber Emre und BZ hinter den Kulissen auch behindert krasse Arbeitstiere, Alter. Dankeschön. Ich schwöre, das ist das. Wir sind alle so. Wir sind alle einfach Arbeitstiere. Ihr müsst sehen, Emre, BZ, Bruder, die sind manchmal 12 Stunden, ist dieser Junge hier am Stream, Alter. Weißt du, was ich meine? BZ genauso. Und BZ reißt sich noch die Haare im Hintergrund aus. Warum passiert das nicht so? Ich gehe schlafen, wenn der aufsteht. Und ey, eine andere Sache muss man ganz krass nochmal hier an der Stelle sagen. Alter, als Icon 5 Finale Villa, 2 Wochen, wir sind alle am fucking Ende. Und ihr zwei am meisten, weil ihr wart 2 Wochen lang jeden Tag mit diesem Gefick von den Künstlern unterwegs. Ich brauche Zahnpasta, ich brauche Handtücher, ich brauche Toilettenpapier, ich brauche Essen, ich brauche Eis für mein Getränk, Bruder. Ja. Diese ganzen Kopfwickereien jeden Tag, 24/7 für 2 Wochen straight. Und weißt du, was die Jungs am Ende sagen? Die sagen, yo, lass uns noch 2 Wochen dranhängen. Und ich sag, ich kann nicht mehr, ich bin platt, ich bin am Ende, I'm the fuck out. Die Jungs 2-3 Wochen noch verbringen die mit den ganzen Künstlern, f***en sich noch weiter den Kopf, Alter, wo ich schon sage, ich kann nicht mehr. Und das ist eure Stärke, Alter. Und deswegen, ihr wart ein riesiger Asset für Icon dieses Jahr und für Icon 6 auch ein sehr riesiger Teil. Leute, unterschätzt die zwei auf jeden Fall nicht, das behindert. Dankeschön. Und danke für die Worte. Ja, vielen Dank, Bruder. Aber es macht auch behindert Spaß einfach. So, und ich finde, weißt du, was das Krasse ist? Emre und ich haben mit YouTube angefangen. Wir kannten niemanden in der Szene. Mhm. Wir wussten nicht, wie man schneidet. Ja, ja. Wir wussten nicht, welche Kamera glaubst wir benutzen müssen. Ich wusste nicht mal, wie man irgendwas auf dem PC runterlädt. Der wusste nicht mal, was Excel ist. Der wusste nicht, was Word ist. Stimmt. Solche Sachen. Ey, Emre, kannst du mal diese Excel-Tabelle... Was Excel, Bruder? Ja. Ich war ein Noob, Bruder. Und alles haben wir uns selber aufgebaut und erarbeitet. Und ihr beide ja genauso. Ja. Ihr hattet auch keinen, der euch hilft. Ihr hattet auch keine Ahnung von nichts. Du warst frisch in Deutschland. Ja. Ja, ja. Und ihr habt alles selber aufgebaut und dann haben wir uns gefunden, Bruder. Das ist nix, Bruder. Das ist krass. Gott wollte auch so. Man muss auch sagen, so. Ich habe ja generell schon vorher Videos von euch gesehen. Bevor ihr überhaupt in der Schule kommt. Dieses Fußball, wenn du dich mal Türkei aufgeregt hast, weil die gegen Italien verloren haben. Da habe ich mich aufgesehen. Wir machen mal weiter mit Sandro. Was sind deine Jahresvorsätze für dich als Person? Ja. Und für dein Business, also Beruf so. Businessmäßig ist eine Sache, die ich auch in unseren schönen Bewerbungsding da reingeschrieben habe, was du geschickt hast. Für mich ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, viel enger mit dem Team zusammenzuwachsen, ne? Viel mehr, noch mehr Vertrauen zu schenken, weißt du, was ich meine, weiterzukommen, neue Ideen zu sammeln, auf jeden Fall Stabilität einzubauen, weil ich glaube, desto mehr man sich nach oben bewegt, desto mehr werden auch andere Leute von der Seite kommen und versuchen, das Konzept vielleicht ein bisschen... Wichtiger Punkt. Ne? Weißt du, ich meine, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ja, wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte. Einfach die Entwicklung mit dem Team zusammenzuwachsen, auch Fehler, die man gemacht hat in der Vergangenheit, nochmal, weißt du, Revue passieren und dann nochmal bearbeiten und besser machen. Für mich persönlich als Business würde ich sagen, also ich bin gerne, ich bin ja Produzent, Mix- und Massengenieur, für mich würde ich auf jeden Fall reisen, auch internationale Projekte machen mit Künstlern. Ich bin ja oft mit Sunny unterwegs, mit anderen Rapper. Das ist für mich auf jeden Fall ein Ziel, auch mehr neue Inspiration zu sammeln, indem man die Location wechselt. Weil ich glaube, wenn du jedes Mal in derselben Location bist, gehen deine Ideen irgendwann weg. Du musst neue Sachen sehen. Du musst neue Sachen sehen, um auf neue Gedanken zu gehen. Inspiration. Oder auf wie viele Ideen sind wir spontan gekommen, als wir nur diese Palmen hatten. Ja. Das ist so ein wichtiger Punkt von ihm. Und ich glaube, das ist auch für die Künstler. Deswegen sind die Songs bei Icon so freaking gut, weil man holt die Künstler einfach irgendwo aus irgendeinem Plattenbau raus
bringt die irgendwo unter Palmen, wo vielleicht viele von denen noch gar nicht waren, und plötzlich kommt man auf frische neue Ideen, die viel krasser sind, und das Potenzial der Künstler wird einfach komplett entfaltet. Aber so ist das ja für uns auch, weißt du? Ja, das will ich sagen. Wir waren ja bis heute noch nicht in die Therme. Ja, ich schwöre. Ja, das müssen wir auch nochmal machen. Auf jeden Fall. Und so zahlentechnisch so? Wie siehst du das Ganze so mit Icon so? Kannst das ja auch noch aus deiner Sicht sagen? Ich muss ehrlich sagen, ganz am Anfang, als ich mit ihm auch mal privat gesprochen habe, über die Zahlen, die er machen wollte, habe ich gedacht, ja, Bruder, du übertreibst aber voll. Ja. Yeah. Ich war also schon ein bisschen skeptisch, aber jetzt mittlerweile so alles, was er sagt, glaube ich. also die Zahlen sind, so bestätigen. Die Zahlen sind nicht unrealistisch, aber ja. Ja, ich arbeite ja auch lange schon mit ihm, deswegen. Ich kann nur sagen, die Zahlen sind realistisch. Und so, was würdest du gerne, an was für einem Song würdest du gerne mitwirken wollen? Auf den 100-Millionen-Song. Okay, das ging schnell, Bruder. 100-Millionen-Song. Was sind deine Ziele? Meine Ziele? Ja. Ich will, also auf Icon bezogen, möchte ich, dass Icon so einen Status hat, dass uns wirklich jeder in Deutschland kennt. Oh, jeder. Wir sind bei vielen angekommen, aber noch nicht bei jedem. Ich will, dass die Folgen, wenn die droppt, 24 Stunden später hat die 2,4 Millionen Klicks. Ja. So, dann sind wir bei jedem da. Okay. Weißt du? Ja. Das wäre geistig. Achso, du meinst so auf so richtig so. So, wir sind da, jeder kennt uns, Bro, in Deutschland. Ja, jeder. Warte, es gibt keinen Weg an uns vorbei. Ja. Ja. So, die Show muss einfach mega geil sein. Vor allem auch dieses Showsystem, was wir gerade überdenken. Ja. Das ist auch ein großes Ziel und das wäre richtig geil, wenn wir das hinbekommen. Ja, zahlentechnisch habe ich ja gerade schon gesagt, Bruder. Und ansonsten, Bruder, mein Traum ist es einfach, dass ich, keine Ahnung, in 10 Jahren oder in 5 Jahren oder wann auch immer, so schnell wie möglich einfach sagen kann zu meinen Eltern, ihr braucht nicht mehr arbeiten. Das ist mein Traum. So, dass sie einfach in Rente gehen können und die müssen nicht mehr arbeiten. Ja. Das wäre das Schönste für mich. 5 Jahre, das ist ja ein Ziel, Bruder. Das, ja, das wäre zu krass. Was würdest du so sagen, zahlentechnisch, was auf den YouTube-Kanälen von uns jetzt, sag ich mal? Und ihr habt dieses Jahr übrigens 3 Kanäle aufgebaut, parallel. Ja. TikTok, Twitter, Twitch. Oder ihr habt uns komplett auseinandergenommen dieses Jahr, ne? Ey, Bro, ihr habt einfach 5 Kanäle aufgemacht, so. Ja, so, wir haben den einen hochgemacht, aber ihr habt einfach hier links, rechts, da auch Team aufgebaut. Richtig krass, Alter. Ja, Bro. Ihr habt dieses Jahr übertrieben. Bruder, ich will einfach, dass man uns überall sieht. Ja. Überall soll unser Gesicht sehen. Egal welche Plattform, die sollen unsere Fresse sehen. Aber nur mit Grimasse. Nur mit Grimasse. Genau. Ja, aber Bruder, viele unterschätzen auch den Hustle dahinter, ne? Ja. Glaube ich. Oh, Bruder, ich weiß das ja. Ich krieg's ja die ganze Zeit mit, was da passiert. Und viele mal die Gedanken. Habt oder ihr so 2 oder 3 Editor? Wir haben 2 Editor und 2 Grafiker. Wir haben 4 Mitarbeiter. 2 Grafiker. Und einer davon ist Sandro. Die dafür sorgen, dass der Content rauskommt, den ihr die ganze Zeit seht. Das ist krass. Ja, das ist krass. Ihr seid einfach, Bruder, ihr werdet bald der neue Steve Jobs, Alter. Ihr macht hier neue Arbeitsplätze, erschafft ihr. Weißt du, das ist krass. NRW lebt. Ja, aber man darf auch nicht vergessen, Bruder, ne? Du sagst so stark und so dies und das, aber die Tür größtenteils hast du uns mitgeöffnet. Ja, das stimmt. Das darfst du nicht. Man muss wirklich sagen, als wir bei Icon reinkamen, ihr habt unser Leben komplett verändert damit, ne? Das darfst du nicht vergessen. Ihr habt alles verändert für uns. Also ehrlich. Also so klar, also ja, wir hustlen und sonst was, also wir nutzen die Chance. Aber die Bühne hast du uns gegeben. Mhm. Die Chance, die nutzen wir aus. Ja, weißt aber du, ich sag euch auch so, ich freue mich halt, ich freue mich richtig, und das hatten wir auch da schon öfter in privaten Gesprächen gesagt, ich bin unglaublich stolz und froh, dass ihr ein Teil vom Team geworden seid. Aber ich wette mit euch, ihr hättet auch, wenn es jetzt nicht mit Icon gewesen wäre, dann hättet ihr es genau, weil einfach der Hustle und die Arbeitsmoral, die ihr habt, so, das Scheiß drauf, so. Ob mit mir, ob ohne mich, so. Ihr seid auf eurem eigenen Weg. Und ich liebe das, dass wir mit noch. Aber nicht in diesem Ausmaß und in der Schnelligkeit. Ja, normal, klar. So, aber weißt du? Bro, Real Talk, ich könnte mir auch nichts Geileres vorstellen. So. Das macht einfach Spaß. Ja. Alle sind auf einer Wellenlänge. Und menschlich. Und jeder hat irgendeine Vision, die er dann reinschmeißt. Der andere verbessert das dann und dann kommt irgendwas Geiles raus. Es macht einfach so viel Spaß, zusammenzuarbeiten. Also besser geht's nicht. Weißt du, was so krass ist, Alter? Und das liebe ich. Und deswegen denke ich auch, dass die nächsten Jahre von Icon so krass erfolgreich sein werden, ist, weil wir haben einfach so ein schönes Team aufgebaut über dieses Jahr. Ich danke Gott wirklich, dass wir so gebläst sind, Alter. Wir haben mittlerweile bestimmt 15, 20 Leute, mit denen wir so konstant zusammenarbeiten, und das sind so tolle Leute, Alter. Wir haben ein
Herzensteam, Bruder. Ja, das stimmt. Das sind Leute, das kriegen auch viele Leute nicht mit. Manchmal, wenn ich nicht mehr kann, wenn ich gerade am Boden bin und ich mich fühle so, ich kann nicht mehr, Alter, dann kommt ein Xandro von Seite, heb mich auf oder ein BZ und ein Emre und sagt, komm, Bruder, ich weiß, ich sehe das, du kannst gerade nicht. Ich nehme dich noch ein bisschen mit. Ja. So, weißt du, und das ist die Stärke von dem Team und das ist der, es ist mittlerweile ein Zug. Es ist scheißegal, wenn ich heute sage, ich habe keinen Bock mehr, ich mache nicht mehr weiter, kommt ein BZ von Seite, schreit mich an, zwei Stunden lang. Gott. Das erinnert mich ja, das erinnert mich ja. Da hab ich gute Erinnerungen. Ah, wo? Ja. Und das wie, du, wie, du bist am Schlafen, wie, du bist am Schlafen. Was soll ich denn machen? Schlaf, hier wird nicht geschlafen. Kommen wir gleich noch zu, die Jungs haben mich auseinandergenommen, Alter. Oh, das kommt auch noch. Aber was ich sagen will, ist einfach, wir haben die Jungs, die tragen einen und das passiert schnell. Burnout. Blairon ist ja einer von unseren Grafikern, konnte einfach nicht mehr. Es war zu viel. Der hat die ganzen Grafiken für euch gemacht, für uns gemacht, für den Instagram-Account, für TikTok, für drei andere Influencer. Der Typ war am Ende, ist im Krankenhaus gelandet. Der ist im Krankenhaus gelandet und der war, dem ging's scheiße, Bruder. Ja. Und wir haben einfach irgendwie gesagt, ja komm, lass uns kurz. Es ist okay, es passiert, Bro. Wir übernehmen das kurz, wir übernehmen diese Last kurz, wir übernehmen diese Jobs. Mach dir keine Sorgen, guck, dass du gesund wirst und dein Job wird immer noch genauso für dich da sein, wenn du wieder da bist. Richtig. Und das ist die Stärke bei uns in unserem Team, Alter. Ist so, ich glaube, ist egal, was passiert. Ja, der andere hebt den anderen auf, das ist wichtig. Ja, das ist behindert. Und ich schwöre, ich danke Gott einfach dafür, dass wir so ein Team haben. Ja. Ich bin auch sehr, 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 sehr dankbar, weil gerade in dieser Influencer- und Musikwelt, sage ich mal, sind die ekelhaftesten dreckig, Menschen, Bruder, die man jemals kennenlernen kann. Ja. Das stimmt. Weißt du, sehr, sehr, sehr doppelmoralisch und ekelhaft und hinterrücken darf und dies und das. Und dann haben wir genau sowas bekommen. Und wenn es eine Sache gibt, so, wo alle anderen drauf neidisch sein können, unabhängig von den Zahlen, scheiß auf die Zahlen, scheiß auf Geld, scheiß auf alles andere, was so passiert, wenn irgendjemand neidisch auf irgendwas sein muss, weil das wird keiner so schnell erreichen wie wir, es ist einfach so ein krasses Team zusammenzubauen. Solche Leute, die wirklich, wo man sagen kann, ja, ich vertraue euch, ich weiß, ihr habt meinen Rücken, so, das ist größte Goldgrube, Bruder, die wir, keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber dazu muss man auch sagen, es wurde dieses Jahr auch oft versucht, Fitner zwischen uns. Oh mein Gott, mein Gott. Ja, anonyme Nachrichten. Ja, da erinnere ich mich, genau. Dann ich ruft weiß der genau. an, der hat das und das gegen dich geplant, passt bloß auf und dies und das. Und ich habe angefangen, die Künstler zu mir zu. Bruder. Jungs, dieses Jahr, die haben versucht, uns auseinanderzureißen. Ja. Die haben alles getestet, was in uns ist und jegliches Vertrauen zueinander getestet. Redet der eine jetzt schlecht über den anderen, nur weil der jetzt kurz mit dem alleine ist? Fällt der dem jetzt in den Rücken, nur weil ich dadurch irgendwie ein bisschen was besser dastehe? Was denkt der jetzt über mich? Ja. Boah, die haben uns getestet dieses Jahr, aber wir haben es mit fliegenden Farben überstanden, aber wir kommen da gleich noch zu. Und was ich dazu sagen will, bei Icon 5, ihr sagt ja immer, Icon 5 ist familiärisch geworden und die Künstler halten alle zusammen. Was denkt ihr, warum das so ist? Weil das vom Team überschweift. Das Team hält zusammen, egal in welcher Situation. Sandro sagt A, kein anderer sagt mehr B. Alle anderen sagen dann auch A. Und das ist Zusammenhalt. Und das färbt einfach auf die Künstler ab. Und deswegen sind die auch immer so, haben auch einen Zusammenhalt, weißt du? Wenn wir auch alle so unsere Diskrepanzen miteinander hätten, würde das unter den Künstlern genauso sein. Und das ist so wirklich so ein, es gibt einmal die Künstler und es gibt einmal das Team. Ja. So, die halten zusammen, die halten zusammen. Ist immer so eine Partei mäßig. Ja. So. Vorsätze? Meine Vorsätze? Bruder, safe. Ich will sehr, sehr gerne, Bruder, das erste natürlich gesund bleiben. Ne? Ja. Vor allem auch für. Machst du Sport? Machst du Fitness? Nicht mehr, Bruder, ich habe keine Zeit. Hast Bruder. Du Apps? Was habe ich? Apps, Bruder. Sixpack? Nein. Schau mal an. Nein, Bruder. Deswegen habe ich auch Deutsch. Deswegen trage ich auch gerne schwarz. Ich auch. Leider nicht, Bruder. Ich habe keine Zeit mehr dafür, so, Bruder. Weißt du, leider. Bruder, aber du hast doch mal eine Zeit lang richtig, weißt du, im Gym hast du noch zu BZ gesagt, boah, Bruder, komm, Gym. Ja, da war ich echt gut. Ich bin eigentlich ich auch sehr Dingens, aber ich war dreimal keine da. Zeit mehr. Echt? So. Ja, was war das? Frühstück, der erste Teller. Nein, ich habe nur Shake getrunken. Ja, auch geil. Das Ding ist, Emre, der ist so hübsch, der junge Bruder, der läuft auch so, der braucht nicht Gym oder so. Der sagt einfach, der guckt einfach so in Kamera, Bruder, und weißt du... Nee, du machst jetzt so mit Bart. Gerade noch, dein Bart war, Schemmi, Junge. Der mobbt mich immer wegen meinem Bart. Nein, ich hab doch eben, ich bin reingekommen, ich hab gesagt, Bruder, dein Bart sieht super aus. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nee, aber meine Jahresvorsätze, Bruder, auf jeden Fall gesund bleiben. Und vor allem auch so meinen Bruder, meine Familie. Das ist das Erste. Und dann auch viel Zeit, das habe ich dem auch sehr oft gesagt, mit Mama und Papa viel Zeit zu verbringen und auch so
so Sachen zu erleben, wie damals als kleines Kind. Die sind ja mit uns viel ausgegangen und jetzt will ich mit meinen Eltern gerne ausgehen. Ja. Zum Beispiel, ich will, zum Beispiel, mein Vater hat gesagt, er möchte gerne in die Türkei. Ich möchte zum Beispiel denen gerne das Ticket bezahlen und so, weil, oder das Geld, was wir verdienen, Bruder, ich will denen auch was ermöglichen, so, weißt du, so, dass die auch was erleben und die Welt noch mehr sehen können und so, weißt du? Das Zweite, was ich erleben will, Bruder, wir wollen unsere ganzen Kanäle bestmöglich füllen mit Abonnenten. Wir sind jetzt kurz vor 100k auf dem zweiten Kanal und der dritte Kanal wäre auch super mit 100k. So, ich bin sehr realistisch, sag ich mal. Und gerne, du hast richtig den Vogel abgeschossen mit 1 Million. Ich hätte mir gewünscht für den Icon-Kanal 500.000. Also 500.000. Es wird sich verdreifachen, mindestens. Ja, ja, aber definitiv. Er kennt die Analysen ja nochmal ein Stück besser als ich. Weißt du, ich gehe nochmal dieses von ein bisschen anders. Skeptisch. So. Skeptisch, genau, weißt du? Und ganz, ganz wichtig, Bruder, alle, die wir bei Icon 5 erreicht haben, zu halten. Und die, die wir noch nicht erreicht haben und die denken, links, rechts abschweifen und sagen, ja, Icon 5 ist nicht das Wahre. Bei Icon 6 zu Dings, zur Community und dazu zu gewinnen. So. Mhm. Ganz stark. Ich glaube, so eine Sache, Emre. Lass es jetzt einmal ganz kurz festhalten, so, ne? Ganz kurz. Ich weiß, wir haben alle Ziele und Pläne. Nochmal abschließen, ne? Aber Jungs, lasst uns dieses Jahr nicht diese Worte, die wir jetzt sagen über Familie und Zusammenhalt, lasst uns das bitte nicht vergessen auf dem Weg nach oben. Während wir diese Zahlen jagen, während wir den Erfolg jagen, ist das unglaublich easy zu vergessen. Ja. Es ist einfach. Das weil wenn die Zahlen, man sieht, boom, da explodiert es. Und du bist mit dem Kopf überall da. Meetings da. Und vergiss das Wichtigste, woher du herkommst. Das stimmt. Das stimmt wirklich, ja. Deswegen lass uns das auf keinen Fall vergessen. Ach so, ja, safe, 100%. Das ist ein Riesending. Ja, hast du recht. Deswegen. Aber ansonsten, ich freue mich auf jeden Fall auf das Jahr mit euch. Übertrieben. Ich habe richtig Bock. Ja, Mann. Ich glaube, wie gesagt, Icon 6. Wir können ja eine Wette machen dieses Jahr. Dass er am schnellsten abnimmt. Wow. Ich hab doch jetzt schon voll abgenommen. Ich schwöre, du siehst gut aus, Bruder. Nein, nein, du warte. Du hast Nein, aber... Ich glaube echt so um die 100, 105 oder so. Aber BZ, du siehst... Bruder, du bist echt... Ey, ich schwöre, du überholst Xandro. So. Oder hast du Xandro schon überholt? Warte, wie viel wiegst du Xandro? Bro, 95. Ihr wart auch in einer anderen Villa, ne? Ihr hattet Essen. Ich hatte kein Essen. Das stimmt. Und ich bin selber Koch. Ich habe manchmal an diesen Palmen habe ich diese Rinde abgegessen, Bruder. Also du warst teilweise vegan. Kann man sagen. Bruder, das Essen in der Villa war so schlimm, ne? Das war so schlimm. Ich weiß noch, den ersten Tag, als das Essen kam, das war so hier diese Bleche, ne, und die haben das einfach so dahin geklatscht, blab, und es war kalt, es war ich hab's gegessen, keine Gewürze, kein nix, Bruder, ich guck, ich so, wir können hier nicht essen, und vorher habe ich noch gesagt, ja, wir nehmen mal mehr Essen mit. Wisst ihr, was das Ding ist, der Colin ist nicht abgehauen, weil er Termine hatte, der hat gesehen, dass Essen kommt, die Künstler laufen in die Küche, scheiße, ich muss aus der Villa, bevor die Leute sagen, Colin, wir wollen das Essen. Das Essen war so schlecht, Alter, das war die größte Challenge von Icon 5, dass sie überhaupt überlebt haben Mann, und nicht an Essen dass sie sich nicht gegenseitig angefangen auf zu essen. Ey, die Armen, Alter. Oh mein Gott, und ihr wisst nicht, auch, da kommen wir gleich auch noch zu, aber ein Punkt, kurz vor Ende, 2 Wochen waren wir da, 1,5 Wochen danach, ich sitze mit Emre, BZ, Xandro und die rufen uns an. Die so, Colin, wir streiken jetzt. Wir hatten 10 Künstler oder was auch immer, die sich alle zusammengetan haben und gesagt haben, wir machen nicht weiter, bis wir Essen kriegen. Wir wollen Essen! Die kamen zur Kuhmille angefahren. Sind doch mit Fackeln gekommen. Ey, das war schlimm und ihr habt es nicht gesehen. Und wir haben noch nie darüber geredet, werden wir euch gleich alles erzählen. Werden wir auch. Doch, Mann, Alter, das war auch wenig. Wir werden auch darüber reden, wer den Koch dafür nicht gespielt hat. Das ist lustig, ne? Muss man sagen. Jetzt ist lustig. Jetzt, aber im Moment... Weißt du, was das Geile ist? Müssen wir nachher erzählen, weil das war cool, weil es gab ja einen Moment, da haben die Essen bekommen, aber da ist noch was passiert und mussten direkt mit dem Essen wieder zurückkommen. Weißt du noch, wegen dem Pool? Dann haben die den Topf mitgenommen, aber mitten auf dem Weg hast du die nochmal angerufen. Ja. Die mussten ja nochmal zurückkommen, weil die wieder Sachen in den Pool haben noch was vergessen, die mussten dann wieder zurückfahren. Mit dem kompletten Essen-Topf, was ich denn gemacht habe. Ey, warst du nicht dabei? Hast du vergessen? Weil die Sachen reingemacht haben. Ach, oh mein Gott. Aber ich hatte den extra Essen gemacht. Die haben den so einen Topf gehabt, voll froh, wir gehen jetzt zur Villa, haben endlich Essen. Einmal warm, so, ne? Deswegen sage ich, also guck mal, in der Villa, es hat sich echt Horror angefühlt. Es hat sich schlimm angefühlt, so diese ganzen Sachen mitzumachen. Jetzt im Nachhinein, ich gucke darüber, ich lache darüber, ich finde es schon, ist eine Erfahrung. Wir haben so eine krasse Erfahrung gemacht. Ja, 100%. Also überlegt, einen Monat lang wart ihr in Spanien, habt da... Ja, es ist einfach eine Leben. Vor allem, man seid ja selber auf Suche nach Essen gegangen. Ich habe einfach Spanisch gelernt, Bruder.
Ja, aber wie wenig man so von Spanien gesehen hat, ne? So, ob, man hat ja halt die ganze Zeit da gearbeitet. Nichts. Ne? Nix. Also in Malaga haben wir tatsächlich nichts gesehen. Doch, nach als Malaga? Er mich das erste Mal mit zum Flughafen genommen hat, da habe ich schon. Ja. Boah, ich habe mit Colin so viel geredet, glaubst du gar nicht. Aber so viel geredet. Ich glaub, danach auch noch da. Danach haben wir echt viel gesehen. Dann waren wir in Marbella, Sevilla, Barcelona. Wo waren wir noch? Da haben wir echt viel gesehen. Da, sind wir auch, da haben wir einen Ausflug auch mit den Künstlern gemacht. Wir haben gesagt, von dann bis dann arbeiten wir. Da hast du aber auch eine stabile Villa, ne? Mit Pool direkt. Infinity Pool, ja. Von der Weg von der Villa zum Flughafen. Ungefähr 45 Minuten. Emre hat nicht aufgehört zu reden, Bruder. Der war so froh aus dieser Villa kurz raus. Der so, endlich ein vernünftiger. Nur am Reden. Ich denk so, oh, Bruder. Wie ist das Papa, Papa, Sohn aus. Oh, Papa, wie gehen wir dann auf ein Karussell? Kann ich auf ein Karussell? Und ich die ganze Zeit so, boah, guck mal da und boah, guck mal da. Ich hab's einmal geschafft, zum Strand zu fahren. Einmal. Echt, für 2 Stunden. Wow. Ja, da warst du einmal öfter am Strand als ich. Wow. Weißt du, was für ein Highlight das war? Wow. Ich war gar nicht am Strand. Echt? Nein, nicht du einmal. Hast du nur gerochen von beiden. Ich hab das Meer gehört. Sagen wir so. Hey, da fragt jemand, was eigentlich mit dem Hacker passiert. Einfach tot. Der kommt wieder. Der hat noch nicht alles gesagt. Ja, so. Und es sind ja nicht nur wir vier, sondern auch ganz viele andere Teammitglieder, ob es jetzt der kleinste Kameramann zu Alina, die Datensicherung macht. Alle Leute sind so motiviert und wollen alle was dazu beitragen. Ne? McDoom war auch ziemlich mit motiviert. Ja, außer McDoom. McDoom, wo ist mein Grinder? Ey, yo. Der hatte nur eine Sorge. Wo ist mein Grinder? Eine Sorge. Wo ist mein Grinder? Ja, also McDoom, der Arme. Aber auch er hat sich dadurch einen Namen machen können. Aber McDoom, du bist auf jeden Fall, falls du das siehst, du bist auf jeden Fall bei der nächsten Staffel wieder dabei. Wer kennt ja alles McDoom? Einmal ich in den Chat. Ich glaube nicht, dass der freiwillig nochmal kommt. Doch, wer kennt McDoom? Ja. Einmal reinschreiben. Er hat aber gesagt, wenn der kommt, kommt er mit Verstärkung diesmal. Ja? Ja. Oh, stell mal vor, so 6 McDooms. Ich glaube aber auch, er hat das Ganze ein bisschen unterschätzt. Ja, safe. Guck mal, safe. Doch, voll viele. Yo! Weil ich war auch auf dem Weg, im Flugzeug, habe ich mit dem geredet, bist du dir sicher so alleine? Ja. Ich krieg dorthin. Ja. Ja. Ne? Ich mach das schon, aber... McDoom ist der Beste, ihr müsst euch vorstellen... McDoom the illest! The illest! Hey! Wir brauchen mit! Ey, weißt du was? Ja? Ja, dann komm ich hier ins Malaga, weißt du? Und dann tanzt mir 17 kleine Knaben auf den... Ey, das ist unglaublich, ey! Und dann der Colin, der kommt auch hier mit dir! Ey, unglaublich! Haben wir nicht mal gegessen, ey! Wo ist mein Zahnpasta? Bruder, du machst das richtig gut, Bruder, ich hab das jeden Tag gehört, Bruder! Ja, war wie ein Wecker, Bruder, konntest, jeden den konntest du ja auch gar nicht überhören. Ja, ist ehrlich so, den hast du von überall gehört. Das ist so lustig, Alter. Aber auch McDoom, auch ewig schon dabei. Ich weiß, McDoom ist ja, wie alt, ich will den nicht älter machen, als er ist, aber der ist bestimmt schon 40 oder so. Alte Schule auf jeden 50. Fall, ja. Ja, der ist richtig oldschool, der hat diese ganzen Rap-Contests, alles, was wir heutzutage machen auf New School, hat der alles schon 3-mal durch. Ja. Also der bringt sehr, sehr viel Erfahrung mit, ist ein sehr guter Dude. Und ja, so Sammy Deluxe-Zeiten so. Ja, so. Ja, hat er alles mitgemacht. Der ist ja oldschool-Hip-Hop, er selber auch, ne? So. Und es ist immer geil, so jemand irgendwie dabei zu haben, der auch nochmal eine andere Insight auf diese ganze Projekte hat. Der ist oldschool, ist cool. Der kann ja auch ein bisschen auf die Künstler was auswirken. So, weißt du? Der hat auch irgendwann, der hat ja in der Künstlervilla, wir waren ja noch nicht in der Künstlervilla, in der Teamvilla. Er kam jedes Mal, er hat versucht, einen Fuchs zu fangen. Ein Fuchs? Ja. Da kam ein Fuchs die ganze Zeit zu. Ja, weil es nichts zu essen gab. Der hatte Hunger. Der Mann hatte Hunger. Wir hatten einen Grill auch. Ey, ganz kurz, guck mal. Ja. Ihr fragt jemand, könnt ihr mal sagen, welcher Künstler für euch bei Icon 5 sich wirklich entwickelt hat? Das wäre interessant für Gute mich Frage. Auch zu wissen, von jedem von euch. So, wer die beste Entwicklung hat? Wer in euren Augen hatte die beste Entwicklung bei Icon 5? Okay, ja. Sandro, dann fang du an. Wer hatte für dich die beste Entwicklung von Anfang Bewerbung für die Top 100 bis Ende Finale? Boah, ist gar nicht so einfach, ne? Das ist hart, Bruder. Dazu gehört charakterlich, showtechnisch, musiktechnisch, alles. Also ich würde auf jeden Fall sagen, das ist jetzt keine, das ist ja auch kein Überraschungseffekt, aber ich denke mal, Canon gehört schon zu einem, wo du sagen musst, der hat sich auf jeden Fall gemacht. Ja, stimme ich zu. Aber er kann auf jeden Fall noch viel mehr und er sollte auch in Zukunft noch viel mehr an sich arbeiten, weil ich glaube, da geht viel mehr. Canon ist auf jeden Fall ein Kandidat. Ich finde auch so, ich möchte jetzt nicht die Kandidaten nennen, die sagen mal auch wirklich, die waren talentiert. So ein Shabab hat sich auch gut entwickelt, finde ich. Ich war auch ein bisschen am Anfang skeptisch gegenüber Azu. Erinnert ihr euch noch? Yeah. Ja. Aber mittlerweile habe ich gemerkt, dass auch er eine gute Entwicklung gemacht hat. Ein Rascher würde ich auch noch sagen, auf eine Art und Weise. Ich glaube, guck, der nimmt einfach alle Kandidaten. Ich weiß gar nicht, was soll ich nachher sagen. Ach so, okay, ich höre bei Rascher auf. Aber was ist so der Künstler, wo du denkst, wirklich, der hat die meiste, größte Entwicklung gemacht? Also der eine Künstler, wenn du sagen müsstest, boah, der hat die Entwicklung seines Lebens gemacht, wer wäre das für dich? So komplett Paket alles? Ja. Aber
Shabab, Entwicklung. Ja. Echt? Auch, echt? Ja. Doch. Aber Shabab. Ich sehe in einem Künstler wie er trotzdem noch Entwicklung, ja? Doch. Nein, ja. Entwicklung während dem Turnier. Während dem Turnier würde ich sagen, Kenner. Ja, stimme ich dir zu. Weil bei das Ding ist bei Shabab, er war schon immer offen, er war schon immer lustig, ja. Er war immer musikalisch schon top. Weißt du, bei ihm war es nur noch dieses, ist das Routine bei dem? Kann er standhalten, seinen Namen gerecht halten, sein Potenzial? Ja. Weißt du? Ich würde sagen, er hat ja jetzt Kenan gesagt, jetzt muss ich einen anderen sagen, Bro. Ich muss sagen, Skandal gehört mit dazu. Ja. Wie Skandal reingestartet ist, Bruder. Ja. Wie Skandal reingestartet ist, Bruder. Der macht seit Februar Musik. Ja. Und wieder jetzt, Bruder, ist es. Ja. Das ist unglaublich, Bruder. Er hat so viel aufgenommen in so einer kurzen Zeit. Skandal ist unglaublich. Ist der Künstler, auch neben Kennern. Kennern ist auch die Nummer 1 für mich. Skandal ist Nummer 2, schwöre ich dir, der die größte Entwicklung bei Icon gemacht hat, weil Skandal, ich persönlich habe einen Skandal nicht wahrgenommen. In den ersten Runden, ich habe nicht realisiert, dass Skandal überhaupt da ist. Krass. Skandal hat über seine Zeit aber eine Stimme bekommen. Allein in der Knastrunde, wie der sich auch vor der Kamera präsentiert hat, was der für Faxen gemacht hat, der hat Entertainment dieses Jahr gemacht. Ja, und eine Sache über Skandal, und das wird ihm nie jemand wegnehmen. Ne? Yeah. Und da müsst ihr alle Probleme, die in der Villa entstanden sind, sind gemastermindet. Und der Fädenzieher, der hinter allem steckt, was passiert ist, ist Skandal. Der Typ hat 500 IQ und hat uns, das gesamte Team, komplett auseinandergenommen. 1 Million% Der hat, wenn wir mit den Künstlern Gedankenspiele gespielt haben und denen gesagt haben, ja, guck mal, wir machen jetzt das, so machen wir Fitner, also, weißt du, Skandal war im Hintergrund und ist zu den Künstlern gegangen und hat gesagt, komm, wir machen das jetzt so und so und du sagst genau so und so und dann geht er zu dem Nächsten und du machst dann das und dann ist es ganz anders gekommen, als wie wir das geplant haben. Der marokkanische Move. Skandal hat uns dieses Jahr. Der hat uns auseinandergenommen. Offiziell. Offiziell. So. Aber ich habe Angst vor dem. Aber weißt du, wer auch eine sehr krasse Entwicklung gemacht hat, wo ich auch sehr froh bin, dass ich mich für ihn eingesetzt habe? Yassin. Stimmt. Yassin kam sehr auf sich aus. Hat sich echt gesteigert, aber immer noch nicht so krass bei den Leuten angekommen, finde ich. Er hat sich trotzdem auf jeden Fall... Er hat eine Steigerung gemacht. 100%. So. Er hat sich gesteigert. Aber 100%. Da geht noch viel, viel mehr. Ja, ja, ja. Also ganz viel Luft nach oben. Wisst ihr, ein anderer Künstler... Kennern, Skandal, Yassin, ihr habt recht. Aber der eine Künstler, der die ganze Zeit vergessen wird und eine absolut riesige Entwicklung bei Icon hatte, ist Kali. Kali hat dieses Jahr alles auseinandergenommen. Er ging von der Boof-Runde, wo er auch sehr unauffällig war, zu einer zweiten Runde, wo der gestottert hat, zu einer Finalrunde, wo der uns alle auch als Jurymitglieder komplett auseinandergenommen hat. Und wir haben den gefickt, Junge. Der arme Kali hat so eine krasse Entwicklung gehabt. Und ich glaube, das war auch eine Entscheidung, als wir Kali rausgeworfen haben, beziehungsweise als ihr Kali rausgeworfen habt. Aber ich habe ja auch zugestimmt. Aber ich glaube, das war eine der größten Fehlentscheidungen, die je bei Icon passiert ist, dass ein Kali mit so einer Leistung rausgeflogen ist. Das war seine stärkste Leistung bis dato. Und da muss man den echt sehr viel, das muss man dem hoch anrechnen. Ja, Seb, die Klicks sprechen letztendlich für sich, Bruder. Ne? Ja. So, die Fans haben das trotzdem angenommen, Bruder. Darf man nicht vergessen. Ich glaube, Fehlentscheidungen reden wir nachher auch noch mal drüber. Ja, safe. Weil die Leute schreiben noch einen anderen Namen. Ja, den wollte ich auch gerade eben erwähnen, deswegen habe ich lieber zurück. Oh mein Gott, und wir haben jemanden vergessen. Und ihr habt recht. Weißt du, wer auch eine behinderte Entwicklung dieses Jahr gemacht hat? Krass, ein Bio. Ja. Der kam sehr underrated. Mit Upamecano kam der in die Booth, Bruder. War gut, ne? Aber das, was jetzt, das kannst du nicht vergleichen, Bruder. Man hat ein Bio nicht wahrgenommen. Keiner. In den ersten Runden. Keiner. Auch kein Fan da draußen. Keiner kann auch sagen, ich bin seit Tag 1 bei Bio dabei, wirklich, außer vielleicht seine Ängsten. Ja. Weil Bio hat man erst ab Fluch wirklich richtig wahrnehmen können, wenn überhaupt, erst ab der Villa. Ja, das Bio stimmt. Ist auch, der hat sehr so. Aber wahrnehmen nennt ihr so, als dass er auffällig wird? Weil ich finde, als musikalisch ist, war der schon immer sehr stark. Ja, aber er ist mehr rausgestochen zum Ende hin. Und man hat auch gemerkt, bei den anderen Künstlern, dass sehr viele von diesen Hitsongs ohne Bio niemals entstanden worden. Ja, der ist ein Allrounder, was das angeht. Ja. Ein Rapper, der kann singen, der kann schreiben. Kreativ, alles ist der. Übertrieben. Teammember, ein Teammember. Und ich glaube, Bio, seine größte Schwäche von Bio ist, dass er eine Person ist, der sich nicht in den Vordergrund stellt und seinen Space nimmt und sagt, ey, ich will im Vordergrund, sondern er ist okay damit, wenn du auch mal glänzen kannst. Ja, der passt das spreche man dem sehr hoch an. Das ist das, was ich meine.
anpassungsfähiger Künstler. Ja. Keine Angst vor irgendeinem ein Trap-Beat oder ich mach das schon irgendwie. Ja. Das ist Stärke. Und man will von den ganzen anderen Künstlern nichts wegnehmen, von einem Rasha, einem Shabba, einem Infinite und ein Barré zum Beispiel, sind alles unglaublich starke Künstler. Aber ich glaube, ein großes Problem für mich war so ein bisschen dieses, irgendwo sind die immer gut gewesen. Ein Azu ist ein Bombenkünstler. Mhm. Aber jetzt, wenn du überlegst, so von Gendarmerie, dann hat er eine kleine Steigerung, Favela, weißt du, macht so kleine Schritte nach oben, aber diese Schritte waren immer sehr klein und so, so das hast du gar nicht so relativ richtig... Relativ konstant ja. so. Ja. Ja. ja, das hast du auch erwartet, ja. so kann aber, man sagen. Aber wenn ein Rasha als Rasha Koka Shem gedroppt hat, so, what the fuck, Bruder? Woher, Bruder? Und du denkst dir so, und das ist einfach nur, weil der mit den anderen Künstlern so krass zusammenarbeitet. Ja, das finde ich aber auch cool, wenn Künstler miteinander wachsen. So. Ja. Das ist ja auch Icon. Icon sorgt ja auch dafür, dass so die Connection da ist. Ja. Verbindungen und sowas. Darüber können wir auch noch reden, über Entscheidungen, sage ich mal. Fehlentscheidungen. Ja, generell eine Entscheidung. Guck, wie das ausgesprochen Fehlentscheidungen. Fehlentscheidungen. Oh, ich hab Hühnchen zu rupfen. Nein, in der Villa, was da passiert ist, aber auch die Entscheidungen. So, weißt du, alles was intern und dann, wie es ausgestrahlt wird. Weil es ist, Bruder, du weißt, es ist immer ganz anders, wie es intern und dann Ja, normal. Ja. So. Aber ihr wisst ja auch, was für eine Aufgabe dieses Jahr. Das war ja, da waren ja alles Top-Künstler. Das hatten wir ja noch vorher. Aber es wird immer schwerer, jedes Jahr. Ja, jedes Jahr. Ja, ich glaube, dieses Jahr war durchweg das allerschwerste Jahr und ich bin so froh. Ich weiß noch, als wir in der Villa waren und ihr seid einmal zu mir gekommen. Ihr habt gesagt, ja, nee, Colin, komm, helf mal so, sag mal, was machen wir jetzt? Und ich dann so, nee, Jungs, ich bin raus. Und ihr dann so, ja, du willst die ganze Zeit immer was sagen, aber dann, wenn es hart wird, dann... Nee, und dann, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, ne, kommt der von... Findet ihr? Ja! Ich habe euch auch richtig auseinandergenommen, was das angeht. Aber ihr habt es gut gemacht, also ihr habt es wirklich gut gemeistert. Aber definitiv auch ein paar Entscheidungen, die fragwürdig waren, auch von meiner Seite aus. Können wir gerne auch gleich mal drüber reden. Aber irgendwann kommt auch ein Punkt. Ich glaube, egal welche Entscheidung du triffst, es wird immer, wie gesagt, eine Partei geben, die von der anderen Seite sagt, keine Ahnung, was ihr da gemacht habt. Ja. Aber es da zu stehen, da zu sitzen, das zu hören live, ist wieder ganz anders, als wenn du, wie gesagt, ich erwähne das nochmal wieder, weil die Lieder werden ja nochmal bearbeitet, aber es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn die Künstler vor dir stehen und die Anlage ist ein bisschen weiter weg und dies, das, das ist ganz anders. Ja. Ganz anderes Gefühl. Du bekommst auch ganz andere Gänsehautmomente, wenn du vor Ort bist, als wenn du das Lied danach erst hörst. Ja, vor allem mit der Kulisse. Kulisse, das ist ja 1A, Kamera läuft, die Nervosität steigt, wir auch als Jury werden. Adrenalin, Ich bin halt immer, ne? Dazu kommen wir auch nochmal gleich zum Pokerface, aber. Ganz kurze Frage. Eine interessante Frage, die mich interessiert. Was war für euch der Moment, wo ihr einfach am nervösesten wart? Als ihr das sagen musstet oder dieser Moment. Ich hab einen im Kopf, wo ich ganz genau weiß, ihr wart alle todesnervös, aber sag mal von deiner Seite aus. Ach so, gegen Hasuna. Das war der härteste Moment. Weil das war für mich schon Finale. So mäßig. Weil, Bruder, da waren zwei Top-Künstler. Ich will eigentlich keinen von beiden nach Hause schicken, aber ich muss. Weißt du, was ich meine? Ich war so nervös. Ich weiß noch, als ich, das sieht man auch im Video, dass ich gezittert habe. Das war der erste und einzige Moment in der Juryentscheidung, wo ich einmal gezittert habe. Mit der Hand. Das sieht man da. Ich war richtig nervös. Ja, mein schlimmster Moment war 8 Bars Challenge. Bro, ihr wisst alle und die Künstler. Ich hab geredet, als wenn ich einen Tag in Deutschland wäre, Bruder. So hab ich geredet. Und nochmal. Und Colin so, Bro, wir haben keine Zeit, komm! Bruder, ich war so nervös, ich hab gezittert, Digga. Weil, Bro, du musst dir vorstellen, wir sind angekommen in der Villa, erstmal alles so, wow, und ich sehe schon Lichter. Ich gehe so rein. Colin so, nee, nix so, direkt drauf, es geht los. Yeah. Und ich so erstmal wie, Bruder, ich halte mich nicht vorbereitet, Flug, Fahrt, ich wusste nichts. Yeah. Erstmal tief eingeatmet, durchgegangen. Ich fragte ihn so, ich so, Bro, kannst du das so und so sagen? Und der so, Bruder, ich kann gerade nicht Kamera. Genau so, ich hab gedacht, ich will mich verhalten. So, Bruder, ich war so nervös, Bruder, ne? Und dann, mit der Zeit hat man es gelernt, Bruder. Yeah. So, aber jetzt wäre ich nie aber wieder das war, mehr. Aber das war der nervöseste Moment, wo du wirklich so dachtest, so, aber war das für dich? Ich glaube, ja, so diese Nervosität, aber war das für dich wirklich so der Moment, wo du gesagt hast, so, hier muss ich jetzt als Jurymitglied abliefern? Ne, da war ich allgemein nervös. Ich würde auch sagen, Hasuna und Azu, aber ich würde auch sagen, die Tage da mit Kali und Infinity die Tage. Mhm. So, diese Tage. Mhm. Den Tag davor und den Tag danach. So, alle anderen Tage waren chillig. Okay. Das waren die vier schlimmsten Tage von ganz Icon, von der Villa. Na, es gibt noch einen schlimmen Tag. Weißt du, wo ich dachte, wo wir
sind, als der Besitzer hochkam, dem Emre eine Kopfnuss gegeben hat. Warte kurz. Na, kommen wir auch noch zu. Okay. Wir machen gleich noch den schlimmsten Tag, Tag bei Icon. Hab ich auch rein. Ja, okay. So, aber dein nervösester Moment, Xandro. So, wo bei... Xandro ist die ganze Zeit einfach im Baum, guckt der zittert, aber guckt dir den mal an. Walla, wann zittert der, Bruder? Wann zitter ich? Nein, aber ich weiß einen Moment, wo Xandro beim Schreiben... Ich habe mir das Video angeguckt, das stimmt gar nicht. Alter. Wo war das? Das war bei dem Rauswurf von... Von Vito, wahrscheinlich. Und empfindet irgendwo da war das diese Zeit. An dem Tag war der auch sehr nervös. Ja. Ich muss aber sagen, generell nervös, ich mache mir halt sehr starke Gedanken bei einer Entscheidung, weißt du? Es fing bei mir auch schon bei Last Chance Entscheidung an, weil ich bin auch so, ich mag Rapper, sag's offen und ehrlich, ich bin Rapper-Fan, ne? Es gab schon Momente, wo ich mir gedacht habe, so, weißt du, was ich meine? Weil ich feiere auch ein bisschen, wenn mehr Rapper da sind, als nur halt Sänger. Mainstream-Sänger. Melodische. Ja, bei Skepta. Weißt du, was ich meine? Oder bei Infinite, ne, habe ich das schon so ein bisschen mehr gespürt. So. Sarko oder Hasuna gegen Azuao. Vito, klar, ne? Das ist, wie es ist. Aber ich denke mal so, wenn ich jetzt wirklich der nervöste Moment ist. Ich glaube, das Problem ist, einer wird nervös, weil jedes Mal hier kommen immer Gerede zwischendurch. Ne? Die Leute wissen ja gar nicht, worüber wir reden. Im Hintergrund immer jede 2 Minuten. Yo, weißt yeah. du? Das ist ja das Problem. Das ist dafür. Ja, willst du da? Mach du. Weißt du, was ich meine? Wer ist derjenige, der den Künstler dann nach Hause schickt? Das ist ja auch immer noch so ein Ding. Willst du den nach Hause schicken? Genau. Leute? Wer sagt dem Künstler, du hast die Arschkarte? Das ist auch immer so. Weil, weißt du, wie froh die sind, wenn ein anderer das dann immer sagt? So, weil dann können die nämlich nicht sagen, Skepta, wir müssen dich bitten, deine Sachen zu packen. Weißt du, was ich meine? Und dann denken die Leute, der hat den Haus geschickt. Weißt du, was ich meine? Mittlerweile kommen ja Leute zu mir und sagen, du hast Kali rausgeschmissen. Oder irgendwie, keine Ahnung. Deine Schuld. Weißt du, was für mich, ich habe 2 distinkt schlimme Momente und den schlimmsten, den allernervösesten Moment für mich, den ihr alle nicht mitbekommen habt, weil ihr saßt dann noch im Flugzeug, war, ich wusste, das Finale fängt gleich an. Mhm. Die Künstler kommen gleich. Die Zuschauer werden das alles sehen. Das ist der erste Moment, in dem wir die Zuschauer und die Künstler und die Jury begrüßen. Und ich dachte, wenn ich jetzt stotter und wenn ich verkacke, vorbei. Die nehmen uns die restlichen 2 Wochen nicht mehr ernst und nehmen uns auseinander. Und bevor ihr in die Dings Villa gekommen seid, ne, hab ich 5-mal gemacht. Da ist ja diese riesenlange Treppe, müsst ihr euch vorstellen. Und ich so, willkommen in der Villa. So, und ich hab das 10-mal gemacht. Naja. Ich so, willkommen in der Villa. Und ich frag, ich so, warte mal, war das zu viel Drama, Jungs? Aber von außen betrachtet sah das immer cool aus, so von oben wieder immer runterging, so, weißt du? Das war schlimmer und ich hatte so Angst. Okay, sowas habe ich schon nie gemacht, Ich hatte so Angst, dass Leute, dass ich irgendwie verspreche oder stolper, ja, Alter, oder okay. sonst was. Stolper. Wow, stolper, oh, das ist ja hart. Aber das hätte ich auch so drinnen gelassen. Boah, safe, Mist, das kommt. Willkommen in der Aber wisst ihr noch, was für mich übertrieben hart war? Es gab, glaube ich, keinen härteren Moment als diesen. Runde 2 im Knast. Versuch mal 40 Künstlern beizubringen. Du musst jetzt dein Partner rauswählen. Und ich wusste, dass die Künstler das nicht feiern werden. Und ich dachte, wir haben gleich eine Meute. Ja. Oder wie heißt das? Eine Meuterei? Wie heißt das? Wir haben gleich einen Aufstand. So. Ich dachte, hart. Die kommen gleich und hauen uns alle kaputt wegen dieser Entscheidung. Und dann hast du 40. Und da war McDoom noch nicht da. So. Ja, da hätte den gebraucht, Bruder, im Klass. So, und da hätte er auch reingepasst. Zum Glück lief's gut. Das war so richtig schlechte Zeit, war ja im Knast. Zum Glück lief's gut. Aber, und die Künstler haben es dann auch so ein bisschen respektiert. Die ersten Künstler haben sogar mitgemacht, ne? Und dann wieder Skandal mit dem Move. Aber da das, hat der auch wieder war, alles umgedreht. Oder ich habe mich eingeschissen. So, ich habe mich eingeschissen, weil ich mir gedacht habe, so, du musst jetzt den Künstlern erzählen, dass die ihre besten Freunde rauswerfen müssen, so, die werden dich hassen, Bruder. Dann noch mitten in der Nacht mit dem Druck vom Besitzer und so weiter. Ja, Digga, ich renn zum Besitzer, ich sag dem bitte, bitte, dann sag ich zu Sarah, mach dem schöne Augen, damit der drinnen bleibt und so. Ja. Und die so, ja, ich mach das schon, mach dir keinen Kopf. Noch eine halbe Stunde rausgeholt. Dein schlimmster Tag bei Icon? Bro, ich dachte, wir sind
am letzten Tag, als die Bullen kamen, wo der Besitzer von unten kam und versucht hat, die Künstler anzugreifen. Dann höre ich, M, der kriegt eine Kopfnuss. Oh, dann kommen die Bullen dahin, Guardia Civil, und wir, keiner von uns kann Spanisch. Und dieser Typ, der ganze redet mit denen. Ich dachte, Bruder, die nehmen uns gleich mit, wir sind am Arsch. Yeah. Colin ist nicht da, Sandro ist nicht da, nur M da und ich. Das heißt, wir sind die Verantwortlichen. Wer wird mitgenommen? Wir! Bruder, wie komme ich da raus? Ich bin Türke, Bruder. Ich bin und in Spanien kommst ist es nicht wie in Deutschland mit der freundlichen Polizei. Ja. Die haben da die Guardia Civil, Bruder. Ja, Bruder. Die hauen dich erstmal drei Stunden. Aber das Geile bei denen ist, die kommen nicht rein, ne? Ja, die dürfen nicht. Guck mal, ich erzähl das mal richtig. Ihr müsst euch vorstellen, der Besitzer von der Villa ist gekommen und hat gesehen, was wir mit der Villa angestellt haben. So, oh mein Gott. Die Villa war dreckig. Man hat den Boden nicht mehr gesehen. Der war voll mit Zigarettenstümmel, Dosen, scheißegal mit was. Das war ein Aschenbecher, Bro. Egal mit, ja, es war ein Aschenbecher. Der Boden war ein Aschenbecher, die Mülltonne war auf dem Boden. Und der Besitzer ist ausgerastet. Er hat rumgeschrien des Grauens. So, ja, und der ist zu jedem Künstler gegangen, hat den auf Spanisch von A bis Z beleidigt, hat den beleidigt. Er hat jeden rumbeleidigt. Ich hab wenigstens verstanden. So, danach ist Skandal zu dem. Skandal hat gesagt, ey, why are you screaming like that und so. Und der meinte, warum schreist du und so, ne? Und dann ist er zu Skandal gegangen, hat den so gepackt und dann hat er den angeschrien und hat den dann weggeschubst. Und Skandal wollte den dann schlagen. Weißt du, Skandal dachte sich, Bruder, was macht der da so, weißt du? Der geht schon auf den zu und ich guck, der holt schon einen aus, weil er dann nochmal geschrien hat. Und genau wo Skandal einen ausgeholt hat, habe ich Skandal geschubst gegen Barré, weil Barré kam auch von der Seite. Und die sind dann reingeflogen. Zum Glück war das Fenster auf, sonst wären die in das Fenster gefallen. Und ich bin dann zu dem und ich hab dann gesagt, ich so, ey, gleich eskaliert es hier richtig und so, ne? Und das Ding ist, er wusste genau, was er macht. Da war alles voll mit Kameras. Er wusste genau, was er macht, so, weißt du? So, und ich bin dann direkt neben den, an den, ich bin mit dem Kopf an Kopf gegangen. Hab dem auch gesagt, komm nach draußen und so, dies und das, nicht hier, weil ich wusste, da sind Kameras und so. Ich wusste, der hat einen Vorteil, weißt du? Ja. Ich guck, der gibt mir erstmal eine Ohrfeige. Einfach so, der gibt mir so eine Ohrfeige, so, ne? So, ich bin so, ich guck so Skandal an, so. Hat der das gerade gemacht? Der so, Walla Billa, ich genau so hat Skandal gesagt. Der so, ich bring sein Ende und so, ne? Dann ich guck den an, ich geh so zu dem. Ich so, was hast du gemacht? Ich guck, der gibt mir eine Kopfnuss, ne? Und das Ding ist, der war kleiner als ich. Muss man erstmal schaffen, dass man kleiner als ich ist, ne? Er war kleiner als ich. Er gibt mir eine Kopfnuss. Bruder, er hat mir eine Kopfnuss gegeben und dann war vorbei. Alle Skandal steht auf. Er ist ausgerastet. Barré, Bayo, alle sind auf den gerannt, ne? Und ich dachte mir so, nein, Emre, jetzt, ich muss ruhig bleiben, weil jetzt eskaliert es richtig, weil wenn hier eine Schlägerei ausbricht, ist komplett vorbei. Und dann kommt keiner mehr raus, keiner kommt nach Deutschland. Ich habe alle zurückgehalten. Ich habe sogar den verteidigt. Man hätte gedacht, das waren zwei gegen die alle. Ich hab den verteidigt vor allen, weil alle wollten den an dem Tag da nicht mehr lebendig sehen. Dann kommt die Polizei. Ich dachte, jetzt sind wir richtig am Arsch. Dann lästert der auf Spanisch über uns, erzählt die Story ganz anders. Er erzählt, ich hab ihn geschlagen. Ich hab ihn angegriffen. Krass. Obwohl meine Stirn komplett rot ist. Ja, ich bin komplett rot im Gesicht. Ich hab hier einen Klatschabdruck. Ich hatte so einen kleinen Mini-Handabdruck. Ja, voilà, so ein Lilliputaner, so eine kleine Hand, Bruder. Voilà, der war so klein. Ich wollte den streicheln eigentlich so. Ui, kleiner Mann so. Ich hatte ja Sonnenbrand und so. Und dann hat man das so gesehen, diesen Abdruck, weißt du? Und hier auch, Gott sei Dank, Bruder, weißt du? Und ich dachte mir, lieber hat der mich geschlagen, weil ich hab sehr viel Geduld, was das angeht. Und ich bin sehr reif und denke viel voraus und handle nicht aus Emotionen, wie zum Beispiel, hätte er Skandal oder Azu, Bruder, wäre Ende im Gelände. Icon wäre, komm, aber da wären wir in Zeitung, Bruder. Wie Icon, sexy, bist du Schein, Bruder. An dich auch, einen absolut riesigen Respekt an der Stelle, dass du gesagt hast, scheiß drauf, der hat mir gerade Unrecht getan, aber ich möchte einfach das so ein bisschen kontrollieren und einen absolut riesigen Respekt, dass ich glaube, das braucht manchmal viel mehr Eier und viel mehr so einfach erwachsen sein und Mann sein. Ja. So nicht komplett auszurasten, als seinen Emotionen einfach freien Lauf zu lassen und zu sagen, ja, scheiß drauf, ich boxe dich jetzt. Ja, Bruder, was jetzt im Endeffekt, was hätte ich davon, wenn ich jetzt in der Hinsicht als Vertreter von dir dafür sorge, dass die Show noch mehr gefährdet wird? Was hätte ich davon? Ja. So, weißt du, am Ende wärst du sauer und der noch mehr auf mich. Ja, weißt du, weil ich bin immer noch sein kleiner Bruder, weißt du, und der hätte mir am meisten an den Ohren gezogen, wenn der gesagt hätte, was denkst du, wer du bist, dass du so und so machst und alle gefährdest, weißt du? Das war auch ein wichtiger Moment, dass das nicht passiert ist. Ja, safe. Und ich dachte, hab gesagt, Gott ist groß, dass das bei mir passiert ist und nicht bei jemand anderem. In diesem Moment, ich war da noch gar nicht in der Villa
Und ich bekomme den Anruf. Genau! Ich bekomme den Anruf. Genau! Und ich weiß nicht, wer das war. Ich. Hast du mir gesagt? Nein, ich. Guck mal, die Polizei kommt. Der Typ lästert auf Spanisch, erzählt die Story komplett falsch. Der Kameramann Luke, er konnte Gott sei Dank dieses Schulenglisch so. Spanisch. Spanisch, tut mir leid, er konnte ein bisschen Spanisch. Und er hat die Story dann richtig erzählt und die haben dann gesehen, okay, der Typ, der lügt, weil der hat gesagt, dass er zusammengeschlagen wurde. Die haben gesehen, oh Nick, hier sind 50 Kanaken. Mhm. Hätten die den geschlagen, der würde hier nicht mehr stehen. So, weißt du, das kann keinen Sinn ergeben, weißt du, er sah glänzend aus, noch Nivea-Creme frisch und so, hier war noch diese weiße Punkte und so, weißt du, der war noch komplett frisch, Bruder. Danach habe ich so mit der Polizei ein bisschen geredet, ich habe so ein bisschen mit denen gewiped, weil der sah aus wie Sammy Khedira, weißt du, als ich die Witze gemacht habe, ich so, yo, Bro, you look like Sammy Khedira, zeig dir sein Bild, der hängt an zu lachen und so. Dann meint er so, was macht ihr eigentlich? Dann zeige ich so Icon-Show, ne, ich habe so Mulaga gezeigt, beliebteste Video, 40 Millionen, der so, ist Morat auch hier? Ist Morat auch hier? Und dann, die Polizei war auf unserer Seite. Die Polizei hat den nicht mehr ernst genommen. Die Polizei hat nur noch für uns gesprochen. Währenddessen hat er mit Colin telefoniert. Colin noch am Pool. So, er schlürft noch sein Ding und so. So. Whiteberry Lily. Ich höre nur am Telefon. Colin, du musst schnell hier hin. Die Polizei ist hier. Sie haben sich mit dem Besitzer geprügelt. Ich so, mit dem Besitzer? Ich dachte, ihr verarscht mich. Ich dachte, für ein Video oder sowas. Ich dachte, ihr wolltet, dass ich da hinkomme in Panik. Nein, Wallah, der hat sich mit dem Besitzer geprügelt. Ich so, fuck. Der war in 5 Minuten da. Ein dauert die Strecke 20 Minuten. Ja, aber hat er echt gesagt, ist Morat? Ja, ich schwöre, der so, die erste Frage, kannst alle Künstler fragen, Bruder. Die erste Frage, ist Morat auch hier? Bruder, danach, die gucken auf Insta, die so, ich zeig so Favela, die so, you see here? Das hat der, zeigen ja auf Biggie und so, weißt du? Ja, das ist Morat. Bruder, dann waren die richtig sympathisch zu uns, weil die gesehen haben, Klicks und Show. Ja, und dies auf und einmal. Die Polizei war voll lieb, Bruder. Wenn Zahlen sprechen könnten, Mann. Haben die voll für uns gehalten. Real Talk, dieser Typ, ne? Bruder, was muss der für Eier gehabt haben, hochzukommen? Der weiß, da sind gerade 30 Kanaken. Ja. Einer ist tätowiert von oben bis unten, einer hat Maske. Was hat der für Eier? Bruder, was hat der für Eier da hinten? Ja. Ich küsse dein Herz. Bruder, aber gegen 17, 18 Leute, was machst du alleine? Der hatte 100%. Der kam, der ist safe von der Mafia oder so. Der kam mit einem Porsche, Bruder. Der kam mit einem Porsche, der hatte safe aus dem Kofferraum, eine Wumme oder so, 100%. Das war sein Gelände, er wusste genau, was er wie, wo zu machen hat. Safe, Bruder. 100%. Aber wirklich, dass ja, also ich hätte mich das nicht, fremde Leute, so einfach getraut reinzugehen und dann anfangen rumzuschreien. Und der hat Leute rumgeschubst, Bruder. Ja. Mit welchen Eiern gehst du? Da steckt auf jeden Fall was hinter. Sogar McDoom war ruhig. Der hat sogar McDoom angeschrieben. Ich denke noch nie. Ja, jo. Voila. Auf jeden Fall krasser Moment. McDoom ist der Teufel auf Erden, Bruder. Schlimmster Tag für dich? Ja, doch, auch da, wo die alle gestreikt haben. Ja? Wo die gestreikt in der, im Knast? Das war, nein, oder? Nein, nein, in der Villa, weißt du nicht mehr? Ach so, ja, ja, okay. Wo dann alles so den Bach runterging und wir gesagt haben, oder was machen wir jetzt, wie handeln wir, handeln erzähl wir jetzt? Erzähl nur mal von Anfang an, kurz. Leute, ich glaube, haben das vielleicht eben nicht ganz mitgekriegt. Wir waren an einem Punkt, wo die ganzen Künstler nicht mehr wollten. Die Künstler wollten streiken, weiterzumachen, weil die nicht mehr genug Essen und Schlaf hatten. Wo man natürlich auch sagen kann, es wurde von beiden Seiten irgendwo falsch kommuniziert, aber von den Künstlern und auch von uns und also, wurde vieles vergessen und bla 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 bla, weißt du? Die wollten dann aufhören, da weiterzumachen einfach. An der Stelle, ich glaube, ihr müsst verstehen, wenn Leute sagen, ihr habt Hasuna im Interview gehört, er hatte keinen Schlafplatz. Teilweise, und das ist nämlich 100%ig auch auf uns, die Künstler hatten teilweise keinen vernünftigen Schlafplatz, die haben kein richtiges Essen gekriegt, die hatten... die waren krank, es war, Leute sind, das irgendeine Krankheit, also Mückenstiche oder irgendwas. Irgendwas ist da rumgegangen. Mückenstiche, die Betten waren, da waren Bettwanzen oder Bettläuse so. Ja, irgendwas war da, ja, ja. Geckos war, im Zimmer. Also zum Ende hin ist es wirklich, die wundervolle Villa ist zum Trap-Haus geworden. Ja, und die waren am Ende. So, und dann haben die gesagt, ey, guck mal, es geht so nicht weiter, wir müssen streiken. Und das war der Tag da, wo die uns angerufen haben. Ja, safe. Und das war so mit der schlimmste Tag, weil ich mir gedacht habe, Bro, was machen wir jetzt? Weil wenn wir hier abbrechen, das war kurz vor Finale, vor Generation. Mhm. Wir haben keinen Finalsong. Mhm. Wie sollen wir den Leuten das erklären? Colin ist am Ende, er kann nicht mehr. Und der schlimmste Tag mit auch war da, wo A la carte entstanden ist. Bandolero. Oh, mit dem Mikrofon. Maradona. Uff. Oh, das mein Gott. Das war die größte Champions. Da hast du sogar gesagt, Jungs, ich bin raus. Da hast du gesagt, Jungs, ich bin raus. Ja, das war ja an dem Tag nur für uns einmal Kopfschmerzen. Ja. Für mich war das aber zweimal Kopfschmerzen, weil ich musste die ganzen Lieder bearbeiten. Ja. Stimmt. Ach, Scheiße, Alter. Tag, Nacht, 7 Uhr, ich bin so nach Hause gegangen. So.
Also ich würde meine Hand dafür ins Feuer. Der allerschlimmste Tag bei Icon für mich war an dieser Stelle, wo Bandolero rausgekommen ist, wo das Mikrofon nicht funktioniert hat. Wegen Wind. Und es ist schon so viel zu diesem Punkt passiert. Ne? Ja. Und wir stehen alle da. Und ihr müsst euch vorstellen, das werden wir gleich auch noch wahrscheinlich sehen, ist, als die Künstler, die haben ja, sind in den Pool gesprungen, Wassertropfen aufs Mikrofon. Ja. Wind aufs Mikrofon die ganze Zeit. Mehl? Das sind 3000 Euro Mehl. Mikrofon. Mehl von Coca Chem aufs Mikrofon. Und dann danach, wir nutzen dieses abgeleierte, ausgenutzte, rotzige Mikrofon. Und tun da eine Socke drauf. Und wir sind, ja, da kommen wir gleich auch noch. Und trotzdem hätte ich den Hits damit. Und das Mikrofon steht da und es funktioniert nichts. Yeah. Die Künstler fangen an zu rappen. Und ich und Xandro, wir versuchen diese Scheiße zu retten, alles. Es geht nicht. Hände ringend. Die Künstler sind am Ausrasten, weil die können nicht mehr warten. Ein Shabab fängt dreimal an zu rappen und dreimal geht es nicht, weil das Mikrofon abbricht. Ich war so frustriert an dieser Stelle. Ich habe gesagt, Jungs, ich bin raus, ich kann's nicht, weil wenn ich nicht jetzt kurz einen Schritt zurückgehe, ich raste da, aus, ich gehe komplett. Darf ich sagen, wie oft die versucht haben, Bandolero neu zu starten? Ja. Darf ich sagen? Ja, so. Ist ja real so. Das ist real. Der Versuch, Bandolero zu machen, hat 18 Versuche gebraucht. 18 Versuche. Ja, aber nicht nur der Song. Von neu. Nicht nur der Song. Ja, aber der am meisten. Ja. Bandolero wurde 18 Mal von neu gestartet. Ja. Wegen technischen Fehlern. Und das Problem ist, ich muss meine Aussage zurückziehen nochmal. Es ist der nervöseste, mein Tag, wo ich wirklich am nervösesten war, war nicht der Tag, künstlerisch, das war der Tag, genau, wo das angefangen hat, die Mikrofone nicht zu funktionieren, weil ich gedacht habe, der ganze Druck ist nachher auf mich, ich muss die Sachen irgendwie retten. Und zwei, drei Wochen war ich da die ganze Zeit zu gehen, boah, ich hab gedacht, oh, ja, was ist los, alles gut, mach mal was, ja, was soll ich denn machen? Das war so ein Moment. Und was du vorhin gesagt hast, da haben wir uns eingeschaltet. Wir haben gesehen, die zwei sind am Ende. Der hat mir einen Arschtritt gegeben, der meinte, der konzentrier dich, die brauchen uns jetzt mehr als je zuvor. Ja. Ich bin direkt zu dir, hab mit dir geredet, der zu Sandro. Ja. Und wir haben dann alles da quasi in die Hand genommen, die Jungs wachgerüttelt und dann waren alle bei 100% und dann ging's wieder. Und das war so ein Ding, wo auch die beiden Jungs gesagt haben, so, ich glaube, die haben gesehen, so mein Kopf platzt gleich, wenn jetzt nicht was passiert. Und die Jungs, Alter, Colin, setz dich einfach hinten in die Ecke, so, guck zu, wir regeln das schon. Alter, die regeln das schon, ich war nicht am Ende. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn ich in Deutschland bin, verdammt, was machst du denn da? Wie soll ich das jetzt handeln, Alter? Ja, Xandro hat alles abgelischt, von Anfang bis Ende. Also Xandro, dieser Mann, der das, hier gerade sitzt, ist verantwortlich, ne, für diese ganzen Hits. Also jeder einzelne Hit, 100%. Der bei Icon entstanden ist, ist dieser Mann verantwortlich für. Danke, Er zeigt seine Gefühle nicht mit den Gesichtern, sondern aber in den Songs. Mit meinen Fähigkeiten zeigt er euch meine Gefühle. Mit seinen Fingern. Aber die Leute wissen das, die sehen das schon in meinen Streams. Da zeigt er seine Gefühle. Anstrengend. Ich glaube, das ist aber auch für mich eine Riesenverantwortung, das zu tun. Ja, es ist nicht einfach. Vor allem, wenn du dann so ein Projekt hast, also siehst du 18 Fail-Aufnahmen, wie zum Beispiel kurz Vocal da ist, dann wieder nichts. Dann, woher hole ich das? Das ist echt anstrengend. Dieses Jahr war das sehr, sehr anstrengend. Ja. Das sind aber auch wieder so Punkte, die man auf jeden Fall dieses Jahr besser machen kann. Ja. Ne? Also wir haben ja generell schon eine ganze Liste aufgeschrieben, wie wir etwas besser machen können, um uns die Arbeit halt dementsprechend zu vereinfachen. Aber ich finde es halt gut, dass wir trotzdem an den Punkt unsere Köpfe immer noch einschalten, sagen, wir finden Alternativen, weil wir haben Alternativen gefunden. Ja. Ich habe ja am Ende auch rausgefunden, was das Problem ist. Erinnerst du dich noch? Wo alle dran waren, habe ich gesagt, Bruder, kann das sein? Und dann kamen wir direkt zum Schluss, warum das nicht funktioniert hat. Ja. Und das auch nochmal, das ist nochmal das Schöne, so da, wo ich aufhöre und keine Energie mehr habe, ist ein Xandro zum Beispiel, springt ein und sagt, komm, ich habe noch ein bisschen Kraft, oder ein BZ oder ein Ember, ich habe noch ein bisschen Kraft zu geben, wir übernehmen das. Und das hat dieses Jahr eigentlich sehr, sehr schön und angenehm für uns gemacht. Das ist die Stärke. Ja. Ne? Ihr müsst euch mal vorstellen, einfach mit einem kaputten Mikrofon mit meiner Stinkesocke drauf sind Hits erstanden. Ich will noch nicht darauf eingehen. Ich hab das schon seit Wochen im Kopf, als diese Episode rausgekommen ist. Und dass es keiner gesehen hat und es keinem aufgefallen ist, ist ein Wunder. Aber okay. Guck mal, weißt du, was wir machen? Ich würde jetzt sagen, Chat, ihr dürft jetzt noch 3 Fragen stellen, die Colin beantworten wird. Danach starten wir mit der Reaktion. Einigt euch auf 3 Fragen, Colin beantwortet die besten 3 Fragen, die er gerne beantworten möchte, die ihr wissen wollt bezüglich uns oder irgendwas, was wir sagen sollen, teamtechnisch irgendwas. Wie entstand Icon? Das ist ein Hauptthema, was wir noch machen werden. Ja. Wann kommt Icon 6? Ist auch mit dazu. Also Icon 6 und wie die Reise von Icon kommt. Fehlentscheidung haben wir auch noch, genau. Wird es neue Jury kommen? Wollt ihr das wirklich wissen? Oder ist das noch nicht deutlich genug geworden von dem Gespräch?
Wollt ihr wirklich, wollt ihr eine Frage dafür? Ich meine, ihr seht so ein bisschen, was wir dieses Jahr erlebt haben. So. Ich frage mich einfach noch, so zweifelt da wirklich jemand dran, was nächstes Jahr passiert so bei Icon 6? Ja, Bruder, vielleicht für die Leute, Bruder. Das ist eine wichtige Frage für die ganzen Leute. Wird es eine neue Icon-Jury geben? Es wird keine neue Icon-Jury geben. Ihr seid genauso, machen wir das weiter. Also ihr seid genauso eingeplant für die Jury, Xandro, BZ, Emre. Es werden sich sicherlich einige Sachen ändern, was die Jury-Dynamik angeht. Ja. Und die Rolle jedes einzelnen Juroren, weil ich glaube, das haben wir letztes Jahr nicht so geil hinbekommen, wie wir es geplant hatten. Ja. Aber die Jury bleibt gleich. Ich verspreche euch, ne? Ist mir scheißegal. Ganz am Anfang war ja dieses Thema, wieso Emre BZ, wieso ein Xandro, warum? Ja. Wir haben die beste Jury in egal welchem Format jetzt gerade hier am Start. Ihr seid dafür verantwortlich, dass diese Hits passiert sind. Alles, was passiert sind, die Künstler, die Top 5 Finalisten, diese Entscheidungen, die getroffen werden, und die perfekten Künstler, es sind die genau perfekten Künstler, haben gewonnen. Mhm. Und ihr seid dafür verantwortlich, das kann euch keiner wegnehmen. Und keiner kann sagen, dass ihr nicht die perfekten Leute seid, um in der Jury zu sitzen, auch für Icon 6. Das Machwort ist gesprochen. Ja, also es ist gar keine Frage. Aber um ein bisschen auf das Verständnis für die Leute einzugehen, ne? Denkst du, wir haben deine Erwartung, also das, was du wolltest, perfekt umgesetzt, um das Format auf ein neues Kapitel zu bringen, sage ich mal? Guck mal, einmal ganz kurz Real Talk. Es ist mir scheißegal, wen du in die Jury setzt. Du kannst einen gestandenen Künstler, der schon seit 10 Jahren, seit 20 Jahren da drin ist, in der Industrie da hinsetzen. Du kannst Riesenkünstler hinsetzen. Du kannst Leute sitzen, A&Rs, CEOs, Leute, die seit 20 Jahren in der Industrie haben und so einen riesen Ahnungs- und so Pool an Wissen haben, was gute Musik in Anführungszeichen angeht, die werden nicht so gute Entscheidungen treffen, wie ihr das gemacht habt dieses Jahr. Es ist scheißegal, euch kann legit, mein Hand aufs Herz, euch kann keiner das Wasser reichen, was die Entscheidung angeht. Es kann euch keiner das Wasser reichen. Und dazu, ich muss dazu... Ich war mein Vater motiviert, nicht so. Eine Sache noch dazu, in dem ich gedacht habe, du sagst noch eine Sache. Das Ding ist, nochmal zum Verständnis, egal, wer in der Jury sitzt, wie du gesagt hast, ob es ein Künstler ist, ein erfolgreicher, keine Ahnung wer. Es wird immer eine Partei geben, die mit einer Entscheidung und einer Aussage desjenigen nicht zufrieden sein wird. Ja. Yes, wird immer sein. Egal. Yes, und eine ganz kurze Sache, und das habt ihr dieses Jahr, das ist das Beste, was ihr dieses Jahr gemacht habt. Jetzt kommt's. Folgende Szene. Zwei Künstler, Riesen, ein Hasuna, ein Azu, sind gerade gegeneinander angetreten. Mhm. Es geht sich um deren Leben. Mhm. Die stehen vor euch. Yeah. Und die wollen von euch jetzt wissen, was ist meine Zukunft bei Icon? Ja. Und ihr sitzt da, die Hände schwitzen, alle sind am Zittern, die Knie von Hasuna und Azu sind am Zittern. Und ein Riesenkünstler wie Azu, der eine Riesenreichweite hat und sich denkt, mit welchen Eiern wollen die mich rausschmeißen, Bruder? Und ein Azu, der sich für sein Team geopfert hat. Und dieser Moment, Alter, wo ihr dann einfach sagt, der Künstler, der rausfliegt, ist. Und dann wartet ihr. Und ihr wartet. Und 30 Sekunden vergehen mit absoluter Stille. Und alle scheißen sich die Hosen ein. Und dann sagt ihr den Namen Hasuna. Wie in einem Bilderbuch oder einem Roman. Ihr habt das so schön gesagt. Und das kann keiner besser machen. Stimmt, das haben wir auch schon gemerkt. Wir haben auch oft immer sehr gut diese... Genau, das ist ja auch das, was auch zu einer guten, ich sag mal, auch Teil einer Jury gehört. Es ist wie so ein kleiner Schauspielermäßig, kann man sagen. Weil du musst eine Rolle einnehmen, weil es ist langweilig, wenn du sagst, danke für deinen Auftritt, du bist weiter. So, weißt du musst wirklich das ist ja das, was du uns beigebracht hast. Das hat uns Colin gut beigebracht, dieses filmerische Denken, filmerische Reden. Ja. So, du musst reden, als wenn du in einem Film wärst. Drama, deswegen macht der auch einen Satz 30 Minuten lang. Derjenige, der nicht weiter, heute, doch, morgen, gestern, übermorgen, gestern, morgen, heute, du redest nicht gestern, aber doch, als würde man tippen die ganze Zeit. Das ist das, was der Colin uns beigebracht hat, und das muss man ja auch erstmal einnehmen, so dieses ganze filmerische, weißt du, und
ich denke, das fördert ja auch viel die Show, aber ja, da hast du ja auch viel dazu beigetragen, uns das so zu übergeben. Aber so. Ihr habt das richtig, richtig gut gemacht. Und den Pokerface immer. Und ich glaube, nächstes Jahr, ich glaube, die Entscheidungen werden noch härter, die werden noch strenger. Ich glaube, es wird noch viel mehr Fitner geben. Die Hände werden noch viel mehr schwitzen. Auch Fehlentscheidungen wird es geben. Natürlich, aber auch wir als Jury, generell als Jury, als Teammember, egal wer jetzt, Kameramann, Jury, wir werden ja jedes Jahr besser. Ja, es wird auch jedes Jahr auch immer wieder ein bisschen lockerer. Klar, es wird immer schwierige Momente geben, wo du dich natürlich verziehen wirst und dann von der Ecke sagt, findest du? und das ist ja das, was Colin gesagt hat. Wir haben alle als No-Names gestartet. Jetzt sind wir ein eingeschweißtes Team und wir sind bereit anzugreifen bei Icon 6. Ja, Mann. Ich habe noch eine interessante Frage gelesen. Das ist ein Riesenthema. Ja. Und ich glaube, da ist auch noch echt sehr viel Redebedarf. Okay. Ist der Beef zwischen Hasuna und Vito und Azu. Mhm. Ich glaube, das ist ein Riesenthema, wo noch sehr, sehr viele offene Fragen sind, wo ich zu einem Hasuna und Azu gesagt habe, hey Leute, lasst uns noch mal hinsetzen und über dieses Thema reden. Mhm. Boah, das ist ja ein geiles Ding. Aber das ist nie passiert. Ich wünschte mir, dass es noch einmal dazu kommt, dass die beiden sich aussprechen. Wie Erwachsene, ne? Wie, also generell, mich würde einfach interessieren, weil ich habe von beiden Seiten gehört und beide Seiten haben sehr gute Ansichten und sehr gute Ideen und Gründe, warum dieser Streit passiert ist. Und ich glaube, das ist noch so ein krasses, offenes Thema, was ich gerne, ich würde es lieben, die zwei einfach nochmal zusammenzubringen und dass sie sich einfach die Hand geben und sagen, hey Bro, das fehlt mir, es fehlt dieser Abschluss, dieses Vertragen. Ja. Das ist das Einzige, was ich denke, was noch offen ist. Ja. Und die Leute haben gerade gefragt, so eure Meinung zu dem Beef, Hasuna, Vito, Azu. Habt ihr da eine Meinung zu? Ich fand Kindergarten. Ich sag dir ehrlich, es hat sich hochgeschaukelt, ne? Und Bruder, auf der einen Seite ist die eine Seite im Recht, auf der anderen Seite ist die andere Seite im Recht und am Ende des Tages ist es wirklich so, es hat sich einfach hochgeschaukelt. Man wollte auch irgendwann, hat man gemerkt, man wollte sich irgendwann gegenseitig provozieren. Mhm. Und es war nur eine Frage der Zeit. Ich habe sogar damit gerechnet, es wird eine Schlägerei ausbrechen. Mhm. Weißt du, ich habe das schon einkalkuliert. Mhm. Schon am Flughafen. Ja, das haben wir dir doch sogar gesagt. Ich so, Bro, sei dir sicher, es wird eine Schlägerei in Eike. Weißt du noch, nicht mehr, zwei, drei Tage vorher habe ich dich angerufen. Ja. So, Bro, das und das ist kurz vorher passiert. Da wollten sich die Jungs schon die Köpfe einschlagen. Ist schon Wochen zuvor und dann ist es halt in Spanien. Es gab schon vorher Dynamik. Ja, das habe ich schon. Aber ey, guck mal, Colin, lass uns das doch offiziell machen. Wir laden Azu und Hasuna und Vito in ein Studio 100%. Ein. Offiziell hier, wenn die das sehen. Wir laden euch ein ins Icon Studio. Ja. Ins Icon Studio. Wir sind gerade am Umbauen im neuen Icon Studio. Boah, das wird so geil. Und dann sprecht ihr euch aus. Ja. Hasuna, Azu, Vito. Ihr seid herzlich eingeladen, euch noch einmal bei uns zusammen hinzusetzen. Ja. Wir haben noch einige Fragen an euch, die Zuschauer haben noch einige Fragen an euch und ich glaube, es wäre ein unglaublich krasser Moment und werde viel Stärke zeigen von allen Seiten, das Kriegsball ein für alle Mal komplett zu begraben. Und euch alle zu vertragen. Und Icon 5 einen wunderschönen, runden Abschluss zu geben. Das wäre ein Riesentraum. Das wäre stark von jedem. So, letztendlich. Weil man darf nicht vergessen, in der Musikszene wird man sich immer wieder über den Weg laufen. Das stimmt. Immer wieder. Ja. Also wenn ihr offen seid, lasst uns das auf jeden Fall machen. Ich würde mich wirklich freuen, nochmal von jeder, von den einzelnen Parteien zu hören. 100%. Aber ganz kurz nochmal, meine Meinung dazu ist, es war auf jeden Fall eine Fehlentscheidung von unserer Seite aus, Hasuna nicht direkt gegen Vito antreten zu lassen. Okay. Ja. Ich glaube, wir hätten einen Hasuna direkt gegen einen Vito antreten lassen sollen. Und der einzige Grund, warum wir das nicht gemacht haben, und es ist schön, dass ich jetzt darüber reden kann, ist, weil Hasuna ist nach vorne gekommen und hat gesagt, ich möchte jemand herausfordern. Mhm. Und an der Stelle, als er vorne stand, hätten wir fragen müssen, sind alle anderen Künstler damit einverstanden, dass Hasuna sich opfert? Mhm. Und wenn wir dann das Einverständnis aller Künstler eingesammelt hätten, dann wäre diese Entscheidung von Hasuna absolut final geworden. Genau. Mhm. Aber der Grund ist, Hasuna ist nach vorne gegangen, hat gesagt, ich fordere Vito heraus. Mhm. Aber die allen anderen Künstler haben niemals eingestimmt, dass ein Hasuna nach vorne treten darf. Ja. Und das die haben gesagt, wir haben jemanden, der sich freiwillig
freiwillig opfern will. So, aber wir haben nicht gefragt, ob der Rest damit einverstanden war. Und dann kam halt das ist das Ding, weißt du? Der größte Fehler, den wir gemacht haben, ist, wir hätten die Teammitglieder von Hasuna fragen sollen, seid ihr damit einverstanden? Dass Hasuna aber es war ein Konzentrationsfehler, da ist auch viel. Das Ding ist, viel geht immer wirklich verloren. Am ersten Tag war wirklich dieses von Colin, er hat gesagt, stopp, bevor das so abgedreht wird, erstmal für die Kamera, ist jeder von euch einverstanden? Ja. Habt ihr euch Gedanken gemacht? Ja, okay, Kamera an, let's go. Und dann wurde die Frage gestellt, lieber Künstler, bist du dir sicher für deine Blablabla? Ja. Genau so ist das abgelaufen hinter den Kulissen. Da haben wir das verpeilt. Mhm. Und eine Verbesserung jetzt, damit das hier offiziell nicht nochmal passiert, wir werden uns kümmern für Icon 6, dass wir jemanden haben, der immer jedem Job nachgeht. Dieses, ist dein Mikrofon an? Ja. Habt ihr das abgedreht? Ja. Habt ihr das gemacht? Ja. Künstler, seid ihr euch sicher? Habt ihr euch das überlegt? Wir brauchen einen, der das macht. Und wir werden das machen, damit solche Fehler nicht mehr aufkommen. Ich glaube aber auch, die Situation, die um auch zu zeigen, dass wir von Fehlern auch lernen. Dass wir auch Fehler machen, dass wir auch Menschen sind und auch daraus lernen. Ja. Ich denke auch, die Situation ging da auch relativ schnell. Ja. Das gehört nämlich mit dazu. Ja. Es ist plötzlich ein Chaos hin und her gekommen, der andere kommt. Und das Problem ist, auch wir haben ja nicht damit gerechnet. Die haben das Wasser geschlagen. Ja, deswegen. Ja. Also haben wir das komplett vergessen. Dann kamen wir zu irgendeiner Entscheidung. Dann schreit der das, dann kam der Fehler. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist das Ding. Ja, safe. Einfach, ich erkläre mich einfach, jemand schreibt OK, also OK. OK. Okay. Ja, damit haben wir die zweite Frage. Aber nochmal ganz, was ich noch dazu sagen kann, ist, dieser Beef, der entstanden ist zwischen Hasuna, Vito und Azu, hätte verhindert werden können, wenn wir nicht diesen Fehler gemacht hätten. Ja. Alles ist Nasib, Bruder. Man muss auch sagen, es ist irgendwie so gekommen, auf einmal ein Colin, der an jede Kleinigkeit denkt, der sehr selbst sagt, wenn BZ ein Haar im Gesicht hat, ne, sagt BZ, du hast ein Haar im Gesicht, selbst er hat an nichts gedacht und auf einmal, ab diesem Moment, wo der Streit kam, genau so wie es passiert ist die Staffel extrem in die Höhe geschossen. Ja. Ja. Irgendwo war es auch alles ist irgendwie Nasib gewesen, Bruder, am Ende des Tages. Sollte so passieren. Ja. Ja. Aber ich glaube, und das finde ich traurig und das muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen, ein Künstler, der echt nicht gut davon gekommen ist, muss man einfach sagen, ist ein Vito. Mhm. Vito sah übertrieben scheiße aus in diesem Moment, so in den Augen der Zuschauer. Ja. Und das finde ich nicht wirklich fair. Also das war nicht fair, das war nicht korrekt. Das ist das bleibt mir die ganze Zeit im Kopf. Vito hat den Kürzeren gezogen, unverdient in meinen Augen auf jeden Fall. Leider. Unverdient, weil ich glaube, weil ich mit den einzelnen Parteien im Hintergrund nochmal gesprochen habe und ich weiß ganz genau, was durch jeden einzelnen Kopf gegangen ist, aber es ist nicht an meiner Stelle, das zu erzählen. Mhm. Ich glaube wirklich, Vito unverdient, dass er schlechter dasteht als die anderen. Zumindest, dass es so extrem ist, weißt du? Dass es so extrem ist, Bruder. Das verdient er nicht. Deswegen, auf jeden Fall, ich würde mich echt freuen, wenn die anderen Künstler auch einfach auf korrekt, weil es korrekt ist korrekt und richtig ist richtig, einfach sich nochmal zusammensetzen und diese Scheiße aus dem Weg schaffen. Oder genauso wie wir sitzen aus der Sicht eines Veranstalters, selbst wenn wir sagen, mein Fehler eingestanden und wir werden das bessern, dann können es die Künstler. Man kann nur lernen. Genau. So, man kann nur besser werden. Genau. Und Erfahrung ist das A und O. Das haben wir vor allem dieses Jahr gemerkt. Jo. Ne? Und ich glaube, durch diese Erfahrung wird Icon 6 nochmal krasser. Hier hat jemand was Interessantes gefragt, Colin. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen willst, aber vielleicht ist das interessant. Wie viel hat die gesamte Show an Kosten verursacht? Alles, alles. Wow. Guck mal. Alles. Und jetzt werdet ihr auch verstehen, warum Colin sagt, ich habe kein Geld. Deswegen fällt auch die Uhr jedes Mal vom Arm. Genau. Deswegen kriegt er auch immer dieselbe Cap und so. Jetzt achtet. Alles, von A bis Z. Guck mal, ich muss euch leider enttäuschen. Ja, der seriöse Geschäftsmann. Ich meine es ernst, weil das ist ein Thema, das beschäftigt mich auch sehr. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, stimmt. Ich habe keine Ahnung. Das stimmt, weißt du was? Weil der Pete ist richtig sauer auf den, ne? Warum? Weil der sagt immer, der Colin ist unvorsichtig mit den Ausgaben. 1000 Euro? Ja, ja, oh, du! Ja, du! Hast du? Yeah! 10.000! Yeah, yeah, yeah! Meine Karte? Einmal BZ weiß sein Pin von seiner Karte, Bruder! Ah, nicht, Bruder! Wir brauchen Essen, ja? Kein Problem! Du willst hier? Hier! Emre, das ist mein Pin! Geh, mach! Und der Jungs, ich hab so 3 Tage seine Karte, Bruder, juckt den gar nicht! Ja. Am Ende vom Finale, ne? Ihr müsst euch vorstellen, das ist so lustig, Alter! Das weiß keiner da draußen! Wir sind in Spanien! Mit 40 Leuten, die müssen alle zurück. Ich hab kein Geld mehr für Rückflüge.
Weil er da schon alles war. Die meisten mussten mit Fähren nach Deutschland, das weiß keiner. Einfach mit Paddelboot und so. Leute sind Marokko zurückgeflogen. Ich hatte kein Geld mehr. Ich war pleite. Ich so, Jungs, ich bin raus. Ich hab mich in mein Auto gesetzt. Alles gut. Ich bin Man super. Eigenes Ziel vorbei. Der hat auch, war auch der Erste gesagt, ich bin nicht dabei, wenn ihr noch zwei Wochen länger bleibt. Ja, das stimmt. Ich bin so verantwortungslos, was Geld angeht. Und deswegen bin ich immer pleite. So, ich bin immer pleite. Aber es ist geil so. Ist geil. Aber was schätzt du so? Du kannst ja grob schätzen, nein, was draufgegangen ist. Guck mal, BZ, ich kann es tatsächlich nicht sagen. Ich habe die Tage, weil ich selber einfach rausfinden wollte, meine ganzen Bankstatements ausgedruckt. Von dem ganzen Jahr. Mhm. Ich wollte einfach mal wissen, wie viel Geld habe ich ausgegeben für die Crew, für Essen, Transport, Unterkunft. Ja, so allgemein. Schäden, Bruder. Schäden. Alter, Schäden und Strafen waren dieses Jahr 30.000 Euro einfach aus dem Nix. Ja. Schäden und Strafen für Nix. 30.000 Euro wegen Schäden und Strafen, die die Künstler angerichtet haben. Die haben mich auseinandergenommen dieses Jahr. Für 30.000 finanziert man einfach mal eine ganze Staffel Icon. Für 30.000 hätte ihr noch eine Villa-Runde haben können. So. Ja, so. Ja, ich habe meine Bankstatements einmal ausgedruckt. Ich bin gerade dabei, das alles durchzusortieren. Mhm. Und wenn ich die ganzen Infos habe, dann setzen wir uns nochmal alle zusammen. Und ich werde euch detailliert zeigen, was Icon 5 komplett von Anfang der ersten Buchrunde bis zum Ende gekostet hat. Mhm. Und ich werde euch beweisen, dass ich am Ende des Jahres wirklich pleite gegangen bin. Ich bin Dezember 2023. Ich bin Dezember 2023 mit 20 Euro auf meinem Konto aus dem Jahr ausgestiegen. Mit 20 Euro. Aber du warst nicht pleite, du warst im Plus. Ich habe jetzt noch Schulden. Ich habe Schulden, Bruder, ich habe Schulden bei meiner Mutter sogar, weißt du? Von 50 Euro, Mama, gib mal Tankgeld. Mit 32, Bruder. Krass. Ist behindert. It's crazy. Aber deswegen, man darf nicht vergessen, ne, und Leute? Daran merkt ihr auch, wie sehr er diese Show auch liebt, ne? Er investiert jeden das Cent. Das ist das, was ich erwähnen wollte. Das Geld, alles, was er von Icon 5 macht, das hat der, das ist jetzt schon wieder weg. Das steckt jetzt gerade schon in Icon 6. Das wird schon weiter gewirtschaftet. Ja. Also ihr dürft nicht denken, so, ja, er hat kein Geld für sich zum Leben. Ja. Aber sein Geld fließt gerade ins Projekt wieder. Und ich glaube, das... Also er lebt nur fürs Format. Das größte Ding, und ich liebe das. Ich liebe, dass ich so erzogen wurde und dass ich so diese Einstellung habe. Ich scheiß auf Geld, Bruder. Geld ist scheiß, genau, fucking egal. Mhm. Dieses Geld juckt absolut nicht. Stark, ja. Geld kommt, Geld geht. Das, was du damit machst, was es ermöglicht, für die Künstler Karrieren zu bauen, für uns gemeinsam irgendwie Karrieren zu bauen, krasse Sachen zu erleben, Alter, Content für die Zuschauer zu haben, Bruder, das ist was wert. So. Auf jeden Fall, Bruder. Ja, so die Momente, willst du einfach sagen, weißt du, so, die Momente, die man festhält. Ja, Icon ist kein Projekt, das man macht für Geld. Icon ist Projekt, das macht man, weil man es liebt, weil man es cool findet. Bruder, ich finde auch, wenn du ein Format machst nur fürs Geld, dann wird es auch so in der Produktion sein. Ja. So, weißt du? Und das merken auch die Zuschauer. Das merkst du einfach als Zuschauer. So, wenn du es nur fürs Geld machst, weil du merkst, oh, da ist gerade viel Geld drin, ich will es auch machen. Ja. Oder? Ja. Deswegen machen wir auch jetzt mit einem kaputten Mic. Ja. Weil wir es können. Ich habe eine wichtige Frage an dich, weil viele haben mich das da draußen immer gefragt, zum Beispiel, ne? Auch in Streams, immer als ich alleine war und sonst was. Die haben gesagt, was machen wir zwei mit Sandro so auch, ne? Aber jetzt, viele haben halt mich und meinen Bruder gefragt. Ihr seid ja Jury, ja, aber was macht ihr denn noch so? Also seid ihr nur Jury quasi? Also die Tage, ich habe mir da sehr extrem Gedanken drüber gemacht und ich habe mich mal hingesetzt und wirklich rausgefunden, so, was ist die Verantwortlichkeit von jeder Person? Weil es geht mir jetzt gerade ein bisschen darum, rauszufinden, wie ist überhaupt die Struktur von Icon, wie ist unser Team aufgestellt, warum ist dieses Projekt so fucking stark geworden. Ja. Ne? Und da muss man natürlich analysieren, so, wie sind wir aufgestellt, wer hat welche Verantwortlichkeiten. Und ich muss sagen, ihr habt eure allergrößte Rolle, ist Nummer 1 in der Jury. Ja. Das ist klar, das ist das, was die Leute vor der Kamera sehen. Natürlich. Nummer 2 ist, ihr macht den ganzen Content behind the scenes, das heißt andauernd, wenn Icon gerade eine Verschnaufpause hat, ihr wartet eine Woche auf die neuen Videos, kommen 3-4 Videos bei euch auf dem Channel draus, haltet das Format relevant, ist unglaublich goldig, ihr setzt euch Stunden hin, um
übrigens die TikToks für Icon, für Instagram zu machen. Emre managt die ganze Instagram-Seite. Das, was da ist, die ganze Zeit am Überlegen, wie unglaublich. Ihr seid Social Media Gurus und ihr seid, es gibt keinen, der besser ist als ihr da drin. Und ihr natürlich Challenges. Die komplette Planung der Challenges. Wenn ich komme und sage, ey, das ist die nächste Challenge, sind das immer die Jungs, die zusammen sagen, sollen wir das wirklich so machen? Wäre das nicht besser, wenn wir das so machen? Weil für die Fans so und so. Wir sitzen sehr oft zusammen, wir verbringen so viel Zeit, so viele Telefonate, so viele Meetings einfach. Wie können wir die Show so krass gestalten? Und das ist einfach euer kreativer Input, der nochmal reinkommt. Also ihr seid quasi Social Media Manager, Jurymitglieder, Creative Director, ihr seid Business Analytics, so ihr analysiert mit mir zusammen, was lief gut, was lief nicht gut, was muss besser laufen. Es ist, ihr habt so unglaublich viele verschiedene Hüte auf, so, was krass ist. Und Xandro, ich liebe dich, so, weißt du? Und Xandro übernimmt auch sehr viele dieser Dinger, aber Xandro ist Jury und er kümmert sich um Audio. Zwei Bereiche, so, weißt du? Bro, mach das erstmal. Mach mal erstmal für 150 Künstler. Mach mal erstmal die Songs Tag und Tag. Alle Songs von Icon, von Tag, von eins bis Ende. Mach die erstmal alle. Es ist ein riesiger, was ich sagen will, ist einfach nur, es ist auch ein absolut riesiger Aufgabenbereich. Xandro schläft auch teilweise nachts 4 Stunden, damit die Episoden pünktlich rauskommen können. Aber er muss sich nur auf diesen einen Aufgabenbereich fokussieren und das machst du auch mega geil. Ihr habt einfach unglaublich viele Hüte und deswegen seid ihr einfach für das Format auch so unglaublich wertvoll, weil es ist einfach sehr viele Bereiche, wo wir uns natürlich auch austauschen. Ich will nicht sagen, dass Xandro ist natürlich auch immer mit dabei, wenn wir uns austauschen, aber mehrere Aufgabenbereiche ist schon krass, das, was ihr so macht und das sehen wir Leute halt hier draußen nicht. Ich habe ja diese spezifische, also meine Fähigkeiten sind ja im Audiotechnikbereich und in der Planung. Und, war's. Planung, Audio, Jury. Wir kommen ja aber auch von Social Media. Ja. Aber Bro, Social Media. Ich komme erst gerade rein. Da können wir, da kannst du uns das Wasser reichen und andersrum, ja genauso. Du hast da deinen Stellen wie hier, Bruder. Es ist halt so. Deswegen ergänzt wir uns. Und um ehrlich zu sein, wenn wir mal Real Talk sind, ohne diesen Mann hier hätten wir alle drei keinen Job. So. Gibt es keine Songs. Ohne den wären auch zum Beispiel nicht die Playlist gefüllt. Darf man auch nicht vergessen. Das stimmt. Alter, und wir hätten keine 2 Millionen Zuhörer. Eigentlich stimmt. So. Das ist durch dich. Aber deswegen, also ich glaube, was einfach der Punkt dahinter ist, ihr macht halt sehr viel hinter den Kulissen, was viele Leute unterschätzen, das kriegen das gar nicht mit. Und ich glaube, es ist auch sehr schwer zu sagen, so, weil ich habe mich das auch gefragt, so die Jungs, also ich kriege auch oft die Frage, was machen Emre und BZ? Und es ist nicht bis vor 2 Wochen, dass ich mich richtig hingesetzt habe und mal analysiert habe, was muss passieren in diesem Business, damit es so gut läuft, wie es läuft. Und da ist mir einfach diese ganzen Sachen aufgefallen. Ich so, oh scheiße, Alter. Normalerweise zahlt sie jemand so 5.000 Euro alleine für eine Konsultation, für irgendwelche Challenges oder sowas. Deswegen ist schon. Das Problem, ich glaube einfach nur, die Leute sehen halt das fertige Produkt. Ja. Aber die sehen im Hintergrund. Ich will sehen, rund um die Uhr Kopfschmerzen ohne Ende und nochmal Änderungen. Ja. Nee, aber so im Großen und Ganzen ergänzen wir uns alle. Jeder hat seine Stärken. Ich bringe dir das nächste zum Mastern bei. Und ganz wichtig, wir dürfen die ganze Zeit nicht vergessen, wir haben ja noch einen Kopf, Peter, ne? Ja, der macht den ganzen Vertrieb. Also 5 Köpfe ergänzen sich, jeder hat seine Stärken in dem, was er macht und stellen somit das Format auf die Beine. Pete macht das komplette Icon-Management so gesehen. Der hat auch richtig Kopfschmerzen. In seiner Haut würde ich am wenigsten stecken. Ich auch. Ja. Der mit Künstler. Der hat richtige Kopf. Tage lang. Ja. Ich telefoniere abends mit dem und sage, ich habe heute 10.000 Anrufe. Manchmal gibt er auf, ne? Krass. Der schickt ihn meistens jetzt auch neulich zu Colin, ne? Und wenn er bei Colin nicht rangeht, zu ihm. Ja, ich schwör's dir, inzwischen auch voll oft zu mir. Werdet ihr versuchen, in Zukunft Icon auf einen TV-Sender auszustrahlen? Colin, interessante Frage für dich. Keine Aussage. Okay. Weil ich glaube, das ist einfach ein Thema, da müssen wir uns noch ein bisschen mit auseinandersetzen. Genau. Ich glaube, wichtig ist, wir möchten nicht, dass die Show gefährdet wird durch eine dritte Partei. Ja. Und es ist egal, ob es jetzt ein großes Label ist oder eine andere Partei, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir dürfen nicht das verlieren, was Icon so besonders und geil macht. Und das ist natürlich einfach so, wie die Show läuft. Du sagst es, Bruder. Und dann wollen die mitreden und dann sagen die, mach doch so. Das Problem ist auch, im Fernsehen kannst du nicht über diese Themen rappen und singen, über die wir unsere Künstler rappen lassen. Ja. Weißt du, was ich meine? Und das lassen die nicht zu. Ich sag mal so, einfach wenn... Koka, Shem. Wenn wir ein Bier in den Händen.
Ja. Wenn ein guter Deal kommt, der uns die Freiheit ermöglicht, Icon so weiterzuleiten, wie wir es bisher gemacht haben, yeah, ohne dass wir große Einschränkungen machen, dann kann man da gerne drüber reden. So, mm, das ist einfach so das Ding. Aber dieser Deal wird nicht kommen. Mm. Weil die, also kann ich mir nicht vorstellen, dass es kommt, weil Fernsehsender operieren halt einen ganz anderen Weg als wie wir. Ja, safe. Das stimmt. Mit welchem Format wollt ihr weitermachen, wenn Icon komplett zu Ende ist? Icon wird nicht enden. Also Bro, wir sind ja jetzt schon parallel, neben Icon 5 arbeiten wir auch links, rechts an anderen Sachen. Aber jeder von uns arbeitet an anderen Sachen. So, macht euch keinen Kopf. Icon wird nie enden. Okay, pass auf, ich hab eine kurze Frage. Und pass auf, ich frage euch jetzt die Frage. Mhm. Und jeder muss direkt aus dem Knie rausschießen, was die Antwort ist, okay? Bravo. Ihr dürft nicht drüber nachdenken. Ach du Scheiße. Einfach das Erste, was euch Bruder, in den Kopf kommt. Bruder, ist gefährlich, kommt. Bruder. Ja. Am Ende ich beleidige oder so, keine Ahnung. Und jetzt, seid ihr bereit? Nein, aber ja, mach. Okay. Euer Lieblingskünstler. Schnell. Shebab. Stromae. Hä? Von Icon? Ach du Scheiße. Ja, der hat mich einfach genudelt. Ja, Bruder, der sagt Künstler, ey. Sag doch Icon. Einfach, Bruder. Papa Hotel. Bruder, Junge, was hast du gemacht? Sag, schnell. San Andreas. Zeit zu schinden. Icon 5, Bro. Der ist ja komplett neben der Spur. Junge. Bro, ich komm nicht mehr klar. Bruder. Okay, warte. Okay. Aber sag mal schnell, komm. Shabab? Bruder, was habt ihr alle mit Shabab? Deiner? Sein Stil ist cool. Mein Lieblingskünstler? Icon 5? Ja. Ich weiß genau, wenn du sagst! Ich weiß genau! No! Nein, das kommt dir nicht rein! Sag das nicht! Das kommt dir nicht rein! Sag das nicht! Stopp! Hey, wir beenden den Stream! Cut! Nein! Cut. Aus der Villa! Warte mal kurz, eine Frage! Aus der Villa! Ganz Icon! Sag mal ganz kurz, wer weiß, wer mein Lieblingskünstler ist? Ganz Icon, sag! Aus der Villa! Ich seh's schon, Alter! Oh, das ist auch schwer. Ja, wird schon schwer, nein, aber jetzt ist aus der Villa. Da, da sind zu viele. Aber aus der Villa. Okay, aus der Villa, easy, ist Kennern. Ja? Ja, Kennern ist wirklich mein Lieblingskünstler. Auch ein Künstler, von dem ich privat die Songs höre. Mhm. Den ich mega tot feiere. Und als ihr den rausgeworfen habt, habt ihr für mich alle, ihr habt mein Herz einfach mit einer Samurai-Klinge durchstochen. Oder das, was Skandal da gemacht hat, war... Scannerns Part war Müll. Scannern. So, einfach Scannern. Scannern getauft, Alter. Kennerns letzter, aber der arme Junge war am Ende. Ja. Kennern war am Ende, der war fertig. Mhm. Seine Stimme war kaputt, er hatte keine Songs mehr, er war erschöpft und ausgeraubt und er hat so hart gekämpft. Ich hab's aber auch erwartet. Und es war keine Fehlentscheidung, aber ihr habt trotzdem, habt mich Herzen zerbrochen. Von vielen. Ihr habt mich zerbrochen, Kennern. Das ist das Problem. Ich glaube, der Moment ist, wenn du in einer Last Chance bist und der Künstler endlich mal das zeigen kann, was er wirklich drauf hat, dann wird es richtig gefährlich. Aber, Und das war so ein Moment bei Skandal, Bruder. Das war so ein Moment, alle Augen auf ihn gerichtet. Ja. Er hatte sein Solo. Spotlight. Aber, Bruder, er hat ihn. Bruder, das war sein bester Auftritt jemals, Bruder. One Piece ist ein monströser Song. Das ist schon krass, Bruder. Ja. Das ist so krass, Bruder. Aber ein Künstler, der Icon 6 alles auseinander wird, nehmen wir Smelly! Smelly OG! Smelly OG! Smelly OG nimmt alles auseinander. Ich sag's euch jetzt schon, wenn ich mein persönliches Geld darauf wetten würde, wer Icon 6 komplett alles auseinander nimmt, jeden vergräbt und jeden und diese 100 Millionen Streams macht, dann, wenn's einer macht, Smelly OG. Bruder, natürlich bist du pleite, wenn du solche Wetten machst. Bruder, was laberst du? Smelly OG, alles auseinandernehmen. Bruder, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Alles kommt, ne? Smelly OG, Meisterwerk, 100 Millionen Streams. Nein, das ist natürlich schon gerade Spaß von ihm. Das ist nicht diese 100 Millionen. Nein, Smelly, Bruder, aber Smelly OG. Nein, der macht nur Spaß, chill. Der macht nur Spaß. Smelly OG, was für Spaß. Letztes Mal komme ich in sein Auto, was läuft? Aber ey, eine Sache muss man lassen. Ich glaube, Smelly hatte mit einer der meisten Streams in der Boof-Runde, ne? Ja. Also in der kürzesten Zeit. Hat aber auch Image. Aber Smelly OG ist... Findest du? Ja. Also der kann sich, der weiß. Also der hat Attitude. Der zieht Leute an sich so. Ja, der ist, ich schwöre, Bruder. Man darf aber auch nicht vergessen, ne, Chat, das ist auch so eine Sache. Der Colin war der Erste, der sich für Dorian entschieden hatte und wir uns alle gegen. Und er hat gesagt, Dorian wird ein Star von Icon. Ja, Mann. Stimmt. Er hat es gecallt bei Icon 4 und es ist gekommen, wie es gekommen ist. Stimmt. Und jetzt hat er es bei Smelly gecallt. Wer weiß. Was war Icon 5? Sag mal bitte, Kenner. Icon 5.
Kennern hast du gecallt. Ich hab Kennern gecallt. Ich hab euch gesagt. Und jetzt hast du Smelly gecallt. Mal gucken. Weil Kennern seine Entwicklung, seine Story, seinen Hunger behindert. So. Ja. Und dann ist es klar so. Wenn der so eine Entwicklung zeigt, so ist klar so. Und ich bin sicher, ich hab das Gefühl, Smelly hat eine unglaublich geile Geschichte jetzt. Weißt du? Ja, der aber es ist auch die Arbeitseinstellung wichtig, ne? Also intern war da natürlich auch viel Dingens, ne? Ja. So. Also aber ich glaub, der muss viel an seinem Mindset, aber seine Arbeitseinstellung ist nicht so aber, top. Ich hatte es in meiner Story schon mal erwähnt. Wenn du reinscheißt, scheißt du rein. Mir scheißegal, ob du smelly bist. So. Wenn du reinscheißt, scheißt du rein und du bist raus. So. Ist weißt egal, du, aber das Ding ist. So. Es ist nur seine Sicht. Ich war sehr enttäuscht von Chat. Ich war traurig. Alles, was Crimes er gerade sagt, beruht sich auf bei Crimes war ich auch sehr, sehr gebrochen. Crimes das war auch traurig. Crimes war eigentlich. Er hat so krass reingestartet. Er kommt wieder dieses Jahr, Crimes. Auf den freue ich mich. Doch, werdet ihr in Zukunft versuchen, mehr Angestellte zu holen, wie zum Beispiel für IT-Technik und Soundsysteme und so weiter? Icon 6 wird komplett, also wird wachsen. Ja. Ich bin sicher, das Team wird sich verdoppeln. Ja, das große Problem ist nur, du musst Leute finden, denen du auch vertrauen kannst. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es ist immer so, dass wenn du neue Leute das ist so Team schwer. Holst, ist es schwierig. Ey, kannst du mal bitte diesen Ahmed-Ban, der hat gesagt, Smelly gleich Müll, bann den mal. Gib dem Lifetime-Ban. Lifetime. Ja. Weg mit dir, Ahmed. Tschüss, ja. Mein Spaß, Bruder, hol den mal wieder zurück. Ja, wie soll ich weiß nicht, wie das geht. Der arme Bruder, jetzt hast du ihn echt gebracht. Herr Bezert, können Sie mir noch ein Wasser geben? Bitte? Ivo, entbann den Arm mal wieder. Oh, damit ihr wisst, ne, der Colin, der war auch ein Fan von Latu Mulatu. Ey, ich war ich aber auch. Also macht euch keinen Kopf. War ich aber auch. Latu Mulatu war stark, Alter. War ich auch. Ey, freut ihr euch nicht gerade, dass ich nicht in der Jury sitze? So, seid mal ehrlich. Ist das jetzt eine offizielle Einladung, dass der Icon 6 kommen soll? Ja, safe. Latu Mulatu, komm. Icon 6. Ich schwöre, er soll kommen. Ja, so. Latu Mulatu, wenn du das siehst, kommt zu Icon 6. Ach, ganz kurze Frage. Klinga. Können wir ganz kurz... Mein Brü. Der Künstler, für den ihr am meisten gehypt seid für Icon 6, jetzt gerade, so aktuell? Will ich gar nicht sagen. Weißt du warum? Weil dieser Künstler kommt dann und denkt sich, boah, die freuen sich schon auf mich, ich bin der Überking. Ja. Deswegen, ich freue mich auf gar keinen Icon 6 Künstler. Auf gar keinen von euch. Nein, ich freue mich auf alle. Ich freue mich auf alle Künstler, die kommen. Ich freue mich wieder drauf zu Es gibt sehr viele Künstler, die natürlich so ein bisschen schon TikToks machen und so. Kein Künstler, egal wie gut ihr seid nicht sicher vor den Challenges. Die geht ab Runde 1 schon vor. Ja, boah. Das kannst du Bruder, sagen. Das wird hart. Ja. Egal wie krass ihr seid, die Challenges werden immer härter. Einfach alte Gesichter zu sehen. Ja. Ich glaube, Icon 6 wird eine Folge, also es wird eine Season voll mit alten Gesichtern, gemischt mit neuen Gesichtern, gemischt mit Superstars, gemischt mit... Vor allem gemischt mit Erfahrung gegen Unerfahren. Ja. Ja, das war die Sache interessant. Ja. Ja, also es wird unglaublich. Also es wird eine unglaubliche Staffel. Ahmed, ey, du bist wieder da, Ahmed. Hallo, tut mir leid. Hallo, tut mir leid. So nett. Schnelle Blitzrunde. Wie kommt ihr auf Challenge-Ideen? Wir sind schlau, wir setzen uns zusammen, wir verbringen sehr viel Zeit mit Brainstorming. So, also so kommen wir auf Challenge-Ideen. Ist nicht so, als ob wir irgendwie einfach gucken, hey, was macht der und der? So, nein, wir machen originale Challenges. Wie viele Bewerbungen sind eingegangen? Ich glaube, wir sind ungefähr bei 300 bis 500, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht richtig reingeguckt, aber werden wir jetzt über die nächsten Wochen machen. Wie alt bist du? 32? Ey, wow, 1991, Gang, Gang. Wann kommt der Song mit der Jury? Das wäre geil. Jury-Song ist offen, das wissen wir noch nicht, aber ich werde auf jeden Fall mit den Jungs ein Datum machen. Ich werde nicht abgeneigt, ne? Ja, so, lass machen. Wenn das Studio fertig ist, ich bin gerade dabei am Arbeiten, unser Studio umzubauen, dann lade ich euch ein, wir machen einen Song zusammen. Ja, okay. Ich habe ein falsches Video zu Icon 6 geschickt, kann ich das noch ändern? Schreib Instagram, schreib der Support-E-Mail und dir wird geholfen. Oder bezahl nochmal 50 Euro. Wird es Mädchen bei Icon 6 geben? Ja. Ich glaube, Icon 6 wird generell eine mehr ausbalancierte Staffel, was, was Frauen und Männer angeht. Ich wünschte mir, es würden sich einfach ein paar mehr Frauen bewerben, weil ich finde, Frauen sind einfach sehr unterrepräsentiert in dem, was wir machen. Und ich glaube, es sind sehr viele talentierte Frauen da draußen, die sich noch nicht trauen. Und wenn einer oder wenn mal eine wirklich anfängt und ihren Hype kriegt, dann glaube ich, ziehen auch sehr viele nach. Deshalb, wenn ihr weiblich seid und euch für Icon bewerben möchtet, dann macht das auf jeden Fall. Was macht dann Colin? Colin macht nix. Ich sitze den ganzen Tag nur rum und gucke, wie alle anderen arbeiten. Wer übernimmt Icon, wenn du nicht mehr aus der Welt bist? Boah, das ist heavy. Das ist eine heavy Gott Frage. Gott bewahre, Bruder. Aber was machen wir denn? Wer macht denn Icon weiter, Bruder? Stell mal vor, ich sterbe einfach. Bruder, hör auf sowas zu sagen, Bruder. Ja, aber wer macht denn Icon weiter? Icon muss weitergehen, Bruder. Icon wird weitergehen. Ich glaube, das wird so ein Team-Ding dann sein, weißt du?
Ich gebe, weißt du was, ich mache das wie bei so einer großen Firma. Das wäre mein Wunsch, dass es wie so eine große Firma sind, wo die wichtigsten Leute, Pete, Emre, Xandro, vielleicht wer auch immer dann noch gerade in diesem Moment sehr wichtig für das Format ist, dass sie sich alle an einen Tisch setzen. Ich bin Hund. Was? Ich bin Hund. Habe ich nicht gerade gesagt, bitte? Nee. Egal, alles gut, alles gut. Hat er doch gesagt. Ich schwöre, ich habe bitte gesagt. Echt? Ich habe Emre, Sandro und Pete verstanden. Sorry, ich meine aber natürlich auch bitte. Also alle, die wichtig sind, ich wünschte, man würde es wie so ein Board-Meeting machen. Yeah. Alle setzen sich hin, diskutieren wie im Parlament über die Zukunft von Icon. So stelle ich mir das vor. Wie lange geht Icon 6? Kann ich auch noch nicht sagen. Kommt Bobby? Das möchte ich jetzt noch nicht verraten. Bring mal ein Lied raus, machen wir bald. Wusstest du, dass Icon so groß wird? Nein. Colin, wie viele Staffeln hast du noch vor? So viele, wie ich kann. Gab es Momente in Icon, wo du sagen würdest, dafür liebe ich Icon? Ja. Ich sag euch einen Moment, wo ich realisiert habe, so, ich liebe Icon. Das ist gerade vor kurzem passiert. Eigentlich sehr interessant, sehr lustig. Und zwar die vorletzte Folge von Icon. Ihr werdet es nicht glauben. Und ich bin immer am Start, wenn die Icon-Folgen rauskommen. Aber ich habe diese Folge nicht verschlafen, aber ich habe an einem Projekt gearbeitet. Und ich war so in diesem Projekt drin, dass ich nicht realisiert habe, dass die Folge jetzt raus muss. Digga, wie geht das? Er vergisst, dass eine Icon-Folge online gestellt werden muss. Habe ich dich nicht angerufen? Ich glaube BZ oder Emra. Bruder, wie geht das? Ja, ich hab einfach vergessen. Ich hab die Uhrzeit komplett verpeilt. Ja. Und ich glaube Emra oder BZ ruft mich an. Irgendeiner. Yo, Colin, es ist 21 Uhr. Wo bist du? Was ist los? Macht mir voll Panik. Ich so, scheiße, ich habe diese Folge verpasst. Um 20 Uhr sollte ich rauskommen. Ich renne zum Computer. Ich panisch. Ich bereite mich schon auf die ganzen Hate-Kommentare vor. Auf alle, die sagen, Colin, du wirst doch was. Hast du mit der Folge so nicht rausgekommen? Und dann ich so, Jungs, was passiert? Und dann bitte so, oder Emre ist, ja, geh schnell zum Computer, so, die ist das, weißt du, mich voll hops genommen. Und dann ich guck einfach, Folge raus, 60.000 Aufrufe so, oder 60.000 Live-Zuschauer und dann so, alles lief nach Plan, alles lief gut, pünktlich um 20 Uhr ist die Folge rausgekommen. Und das war ein Moment, wo ich realisiert habe, ich liebe Icon, ich liebe das Team, weil die einfach, weil das war ein Moment, ich habe geschlafen, they caught me lacking, weißt du? Ja, und wir haben dann einfach eingeschaltet. Ja. Mein Bruder hat das online gestellt, ich habe die Live-Umfragen gemacht. Ja. So. Und das sind Momente, wo ich realisiere, dass ich Icon einfach voll liebe, so, weißt du? Das ist Colin, gut. Ganz ehrlich, Ahmed, ey Bro, ich feiere deine Musik voll, sagt Ahmed. Zu wem? Ahmed, Bruder, den haben wir eben gebannt. Der hat gesagt, der feiert meine Musik. Baby Sack ist auch ein krasser Baby Song, Baby Sack ist ein krasser Song. Ey, ich hab Edits von mir, ne? Also Leute haben so Videos von mir gemacht, so Edits, so, weißt du? Einfach mit deinem Song drunter. Ey, weißt du, wie episch das kam? Ich höre geil. Einfach Leute schreiben 365 Tage und so Intro. Weißt du, wie episch das kam, oder? Ey, warte mal, kann ich wieder runterscrollen? Leute, wollt ihr diesen Song haben? Wollt ihr wirklich den vollen Baby Sack Song haben? Was ist, wenn das der Song der 100 Millionen macht? Boah, stell dir vor. Ey, Bruder, ich sag dir ehrlich, wieso nicht? Einfach glaub, Icon X Made Colin. Aber ich glaube, jeder Song, den wir machen würden, auch generell wir alle zusammen, immer so Songs. Ja, klar. So ein Album machen, ein Jury-Album mit so 6-7 Songs, das könnte krass kommen. Aber das muss so ein richtig krasses Video sein. Ja, weißt du, so. Machen wir schon. Schon richtig krass. Ich stell mir auch schon was richtig Gutes vor, Bruder. Ich glaube, wir stellen uns. Scheiße. Das ist lustig. Aber ja, wir machen auf jeden Fall dieses Jahr auch noch einen Song, auf jeden Fall. Colin, was sagst du zu Loon? Weil Emre liebt sie. Bro. Ah nee, Bruder, was kurz, haben die da rausgemacht, Bruder? Ganz kurz, ich will dir nicht deine Frau wegnehmen, so, ne? Ja. Bro. Ist nichts, Bruder, kannst du haben, alles gut. Ja. Oh, wow. Bruder, der wird ja richtig, ey, Bro. Alles gut. Bro, alles gut. Ey, Emre. Wow, hallo, ich hab gesagt, da ey, ist nichts, Emre. Ihr könnt haben. Ey, aber du sagst es mit so, dieses Lächeln ist halt so... So fake. Ja, guck mal, wie der versucht gerade zu... Seht ihr das in seinem Gesicht, Alter? Ali, was sie sagen. Oh, Bruder, ist okay, Alter. Ist okay. Wir waren alle schon mal da. Ja, Mann, du wolltest einen Satz anfangen. Erzähl. Nicht jetzt vom Thema, aber ist okay, Bruder. Ey, Walla, das hasse ich, ey. Er provoziert, warte, ich provoziere bei dem nächsten Mal. Nein, erzähl, du wolltest was sagen. Ganz kurz Einstellung zu Loon, weil als diese Dings gekommen ist mit diesem, weißt du, mit diesen Kommentaren und so eine Scheiße, wo es mir halt richtig dreckig ging, so, ne? Hattest du ja mit Loon gesprochen? Oder Loon, ich weiß nicht. Nee, die war im Stream drin und die hat das mitbekommen. Das ist nicht Loon. Bruder, ich fand's, boah, Alter, so, als sie einfach gesagt hat, so, Bruder, Colin, Herzensmensch, dies, das ist so,
Ich meine, weißt du, mein Herz, ich dachte mir so, wie cool kann man einfach sein? Weil für mich bedeutet das echt viel, wenn, ja, als ich gesehen habe, auch die Leute schreiben darunter und voll die positiven Kommentare, dann siehst du einfach so eine Lune oder Lune oder keine, ja, Ahnung, wie man es ausspricht. Lune? Lune. Siehst du einfach so eine Lune, die da schreibt, ey Colin, so dies, das, Kopf hoch. Und ich denke mir so, wie fucking süß kann man sein? Oder so, Lune. Einfach, was ein Herzensmensch, weißt du? Und nicht, ja, jemand, der so abgehoben ist, weißt du, und sagt so, ja, scheiß drauf, Alter. Ja. Das ist auch ein Mensch so und das macht ihn menschlich und das liebt. Emre, alles gut, Bruder, du bist nervös. Wir nehmen die nicht weg, Bruder. Tu dein Handy weg, Bruder. Das ist auch der Grund, warum ich mich mit ihr so gut verstehe, weißt du? Ja. Lune ist die einzige Künstlerin oder der einzige Künstler allgemein, mhm, mit der ich mich aus dieser Szene privat auch so verstehe und verstehen werde. Und das passiert selten. Das passiert selten, weil die ist, mhm, menschlich auf meinem Niveau, ja, weißt du, und, ja, auch so privat. Die ist, ja, sich abgehoben. Die ist gar nicht, die ist Künstler. Ja. Du checkst gar nicht, ja, dass sie ein Künstler ist, weißt ich du? Schwöre, die ist einfach ein guter Mensch. Ja. Und viele denken, na natürlich, der da ist, ja, oder ist aber nichts, alles aber gut. Das hast du so selten. Ich schwöre, Emre und Lune, krasseste Freundschaft, so im ganzen Internet. So. Mach mal ein Reel daraus, so süße Momente von Emre und Lune. Ja, man darf nicht vergessen, die hat damals halt auch uns repostet, ja, als wir noch ganz klein, ja, waren. Ja, weißt du? Und jetzt, wo ich natürlich die Zahlen habe, die ich jetzt habe, denken natürlich alle sofort, wow, das und das und das, mhm, und das. Ist aber nicht. Die war schon, kannte mich schon weit aus, als ich noch aber ganz klein war. Ich würde voll gerne wo auch ist meine Fanta, mal, ganz kurz an dieser Stelle, so, wenn du das klären kannst oder wenn Lune Lust hat, einen Teil irgendwo bei Icon mitzuwirken, ich würde das unglaublich feiern, auch ein bisschen enger mit Lune zusammenzuarbeiten. Also wenn du das siehst, wenn du Lust hast, dann lass uns mal quatschen, wie wir da irgendwie vielleicht eine engere Zusammenarbeit, weil das Wichtigste für mich ist einfach so das Team, dass die alle mit Herz dabei sind. Dass, und ich glaube, sie ist einfach ein Herzensmensch, so, ja, von dem, was ich so gehört habe. Ja, wäre auf jeden Fall super. Ich kann dich auch anrufen, wenn du willst. Willst du jetzt nicht stehen? Nein, für dich. Weil du meinst ja, wenn ihr das sieht. Ja, weil dann, jetzt Bro. Nicht im Stream. Wir, ja, wir ja, jetzt wir suchen, ne? Es ist so nervös, ne? Ja, ich glaube. Ja, glaub, ja, brauchst du jetzt auch nicht ablenken. Und auch, ja, ja, ja. Ja, siehst du, ja, so, ja, kriegst du den zurück. Boah, schon kriegst du den zurück. Hast du gesehen, wie schlecht ich bekommen habe? Dankeschön. Ich Bruder, wir machen eine Love-Story-Parodie, ja? Willst du auch? Wann kommst du als Künstler zu Icon? Extrem viele Leute fragen, bis wann geht die Bewerbung? Das kann ich nicht sagen, wissen wir. Aber die Bewerbungsphase hat jetzt erst angefangen, Leute. Umso früher ihr euch bewerbt, umso besser ist es. Also erzähl mal, warum bist du halt immer so steif in der Jury? Guck mal. Weil jeder sagt immer, boom, mal boom. Ich muss immer Pokerface behalten. Weißt du warum? Weil das ist eine Sache, die den Künstler auch ein bisschen unsicher macht. Richtig. Weil das Ding ist, wenn du in der Jury halt die alles abgeht, dann erwarten die Leute, er kann nun was Gutes sagen. Aber ich gebe denen das Gefühl, oh mein Gott. Weil zwei haben geweint, einer hat geweint. Ja. War ich jetzt gut oder war ich jetzt? Ja, ne? Sicherheit. Dadurch habe ich viel mehr Macht, nachher meinen Satz aufzubauen, mhm, weißt du, zu sagen, ey, das hat mir gefallen, ja, das war nicht, weißt, ja, du? Deswegen, das ist auch eine Rolle, die ich habe. Mhm. Leute wissen eigentlich, wie ich bin. Und das heißt, diese Rolle ist gut. Ja, ja, safe. Sandro spielt mit der Psyche der Künstler. Aber so ist es auch richtig eigentlich. Es ist richtig, weil, ja, dadurch auch so, du sehen kannst, wie geht der mit diesem Druck um. Mhm. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil oft erwartet man auch so, ey, das ist krass, das, mhm, die gehen ab. Schau mal vor, du machst jetzt die ganze Zeit so und sagst, Walla war schlecht. Ja, das passt ja nicht. Ja. Weißt du? Vor allem manche Künstler kommen ja und sagen, Jungs, ich mache jetzt einen Überhit und dies und das. Ja, und dann, ja, sieht immer, der so, warum bewegt er sich nicht? Und die meisten Künstler haben auch gesagt, hat Vigi, glaube ich, gesagt. Ja, Vigi hat sehr oft gesagt. Angst gehabt, so von meiner Meinung. Ja, safe, Bruder. Aber du machst das richtig. So, du bist so dieser Pokerface. Ich bin der so ein bisschen mehr wild. Ja, und, ja, er ist so der harte, aber auch so der Grimassentyp. Mhm. Bei ihm ist es auch so eine Sache, da weiß man nicht, was sagt er jetzt. So. Manchmal ist auch, ich nicht der so. Gut, der ist sehr gut da drin. Er sagt erstmal gute Sachen, aber. Ne? Oder das Ding ist, manchmal er kackt mit seinen, also er hat so einen kackenden Blick so, ne? Aber kann sein, dass das schlecht ist, aber, ja, auch über gut, ja, ist. Ja, stimmt. Weißt, ja, du? Ja, der ist auch. Mach mal den Blick vom BZ nach einmal. Der Blick von. Nein, nein, nach vorne. Was nach, ist vorne. Das denn, Digga? Nach vorne! Nach vorne, Bruder! Boah, ja. Mann, wenn die jetzt daraus. Oh. Die machen daraus Meme, Alter! Ah, nein! Ja, Sticker! Mach Sticker! Sticker! Mach Sticker! Yeah. Wir wollen TikTok sehen! Oh, mach ganz viele Sticker! Und TikToks! Wir wollen ganz viele TikToks sehen! Sticker! Alle einmal den Emote von Dingens rein! Einmal den Emote von Colin rein! Wir haben neue! Warum? Wir haben neue! Mir das an? Wir haben neue für Twitch! Guck mal da! You see your face! Look! Yeah. Look! Oh, nein! Ihr habt mich genudelt! Genudelt! Einmal genudelt! Ich bin Ich bin drauf reingefallen. Ach du Kacke, Alter. Der ging noch, aber den du jetzt gemacht hast. Ach du, ja, Scheiße. Ach du Scheiße, ihr habt mich Einfach genudelt. Boah, ihr habt mich Einfach gesehen, wie lange er noch in der Kamera gehalten hat.
In Halal-Version. Nudeln. Ihr nudelt mich nicht. Ich hab keinen Bock, wieder in ihm zu sein. Ihr nudelt. Bei mir geht es. Wollt ihr was haben? Nimmt mein Gesicht, baut das in einen kleinen Tannenbaum ein. So. Oh nein, Bruder, das wird mich verfolgen. Und safe. Die Sache, nein. Weißt du noch, dieser 15-Jahre-Meme von dir und dieses Gesicht? Bruder, das ist immer noch, das ist vor 2 Jahren irgendwann in Shop. Bruder, das verfolgt dich, das wird mich jetzt jahrelang verfolgen. Ja, das ist cool. Was für cool, Alter. Ich bin ihr habt mich. Mach mal direkt da draußen. Mach direkt ein Poster da draußen.